Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Ulysses Studio 0 plus 2, oder wie nennen wir Ja, das? irgendwie so, So. ich glaube, wir sind sogar bei, wir waren auf jeden Fall schon bei drei. Ja, das ist ja tatsächlich eigentlich ein Non-Studio. Also eigentlich ist es nur ein plus 2 Studio, deswegen muss es die 0 sein eigentlich. Ja, okay, ja, ist ein guter Punkt, ja. Also wie ihr seht, machen wir das heute hier komplett remote. Also auch ich sitze nicht in meinem eigentlichen Studio, das ja, wie manche behaupten, in meinem Keller ist. Auch wenn es das Erdgeschoss ist. Ich kann das gar nicht überbetonen. Ja? Wir haben da nur die Fenster zugemacht und das bedeutet automatisch für ganz viele Menschen Keller. Was aber nicht stimmt, Es weil es stimmt ist nun wirklich mal das nicht. Erdgeschoss. Ja. Aber auf jeden Fall ist es total super, dass ihr wieder mit dabei seid, um uns heute bei einer ganz besonderen Reise zu begleiten. Ja, das wird super, super spannend, da bin ich mir ganz sicher. Wir werden nämlich zum einen für die Inge einen Fastroboter bauen, nämlich einen Schwerte- und Oh Dämonencharakter. ja. Yay! Gib's zu, liebe Inge, das hast du dir schon ewig gewünscht. Du wolltest auch einen Schwerte- und Dämonencharakter bauen. Du. Ja. Yay, cool. Das klang jetzt nur bedingt überzeugend. Nee, doch, also ich meine, es ist jetzt nicht die Komplexität von Traveller, die ich natürlich zu schätzen gelernt habe, aber so ein Zwerg oder was wir heute auswürfeln, finde ich gut. Ich kann dich aber beruhigen. Also ich habe das ja schon, ich habe mir ja echte Mühe gegeben und ich habe es auch schon unter Beweis gestellt. Das wurde mir ja auch tatsächlich bestätigt von meinem persönlichen Regelberater und Regelcoach, dem Barbarossa Rotbart, dass ich es schaffe, selbst bei Schwerter und Dämonen ausreichend viele Fehler reinzubauen, um damit Menschen noch zu unterhalten. Also insofern musst du dir keine Gedanken machen. Wir kriegen das hin. Ach du, da mache ich mir sowieso keine Gedanken. Ich war übrigens jetzt einfach mal so frei und habe mal die Umfrage gestartet im Chat, dass der Chat sich so mal ein bisschen einbringen kann, was ihr mir antun wollt. Okay. Ich habe aber, ich seh schon einen Favoriten. Also momentan ist Zwerg in Führung, wenn ihr da noch mitreden wollt. Die Umfrage ist offen, während wir hier uns auf das Abenteuer vorbereiten. Genau, also das heißt, ihr dürft entscheiden, welches Volk die Inge heute darstellt. Außerdem wird dieser Vertreter seines Volkes und seines Clans gleich die Profession bzw. Klassen, wie auch immer man das eben nennen möchte, natürlich ganz leicht ferngesteuert agieren. Sprich, ihr dürft natürlich auch immer wieder mal mitreden. Ansonsten wäre das nämlich total langweilig. Stellt euch mal vor, die Inge kann das einfach nur ganz alleine Ja, entscheiden. Wir das hätten gar nicht würde ich gar nicht wollen. Existenz. Nee, das wäre auch voll öde. Das wollen wir auf gar keinen Fall. Also insofern total super, dass ihr wieder mit dabei seid, dass ihr eingeschaltet habt für eine weitere Runde Unearthed mit Schwerter und Dämonen. Das Buch habe ich schon gezeigt. Und heute spielen wir das Solitärabenteuer Nummer 3. Das Meer der Reden. Oh. An was erinnert dich das? Also mal jenseits des Covers Ich und wollte gerade sagen, meinst du jetzt Oberfläche. optisch? Nein, das Meer der Rätsel. Ich finde das weckt doch aber direkt Ich habe Bilder, Sindbad. Assoziationen und so weiter irgendwie, ne? So. Sindbad und Odysseus im Kopf. Und ich finde, man merkt auch daran definitiv wieder so diese die verwandtschaftliche Beziehung, die es ja definitiv gibt, wie wir festgestellt haben, zwischen DSA 1 und Schwerter und Dämonen. Also auch hier wieder, ich bin mir sicher, wir werden ganz viele Proto-DSA-Momente erleben. Da bin ich Oh schon ja. sehr gespannt. Ich habe den Band nicht vorher gelesen. Ich habe nur ganz kurz die Einleitung überflogen, weil ich mich einfach nicht spoilern wollte. Ich fand das so viel geiler, als wir das letzte Mal Nee, auf es ist. den Jahren gemacht haben und ich das auch nicht kannte dann dabei. Ja, genau. Also von daher bin ich echt hochgradig gespannt, wie das hier heute abgeht. Und ach, wie geil. Endlich mal wieder zocken wie bei Mutter. Also das ist super. Ich wollte dich eigentlich tatsächlich gerade noch fragen, wenn du das Abenteuer vielleicht schon kennst oder ob du es schon kennst und wenn ja, werden da so viele Rätsel drin sein? Weil ich befürchte, da bin ich der Falsche dafür. Ich überlege gerade, bei Aber welchem Let's Play das war, wo ich einfach für alles so ewig gebraucht habe, weil ich es nicht verstanden habe. das ist ja gar nicht tragisch, weil tatsächlich hast du ja eine definitiv ausgeprägte multiple Persönlichkeit. Das ist wahr, ja. Insofern kannst du ja auf dein dir vom Maschinengott gegebenes Schwarmwissen zurückgreifen. Von daher Sehr ist das gerne. überhaupt keine Schwierigkeit. Das wird schon cool, das wird schon cool. Yay! So, dann würde ich aber sagen, wir steigen mal mehr oder weniger zumindest ein. Theoretisch ist es natürlich jetzt die Charaktererschaffung. Allerdings sollten wir vielleicht erstmal schauen, was dürfen wir in dem Band überhaupt spielen?
Guter Punkt. Ja, nicht, dass wir jetzt einen Charakter schaffen und sagen dann, schade, das war's. Nee, das würde ich nicht wollen. Ungern. Das Meer der Rätsel. Solitärabenteuer für das Fantasy-Rollenspiel Schwerter und Dämonen. Einleitung. Das Meer der Rätsel. Der Name hallt in ihrer Erinnerung wieder. Das, an dem Punkt, das finde ich so geil, in den alten Büchern, gerade die aus den 80ern, hat das immer so eine Ansprache wie für, ich sag jetzt mal, alte Leute. Also ich meine, das stört mich heute natürlich gar nicht mehr, wenn mich ein Buch mit ihr anstrecht, aber es ist total ungewohnt, weil ja, tatsächlich sind wir doch hier völlig unter uns. Ja, der Ton ist auf jeden Fall höflich distanziert. Ja, genau. Also höflich distanziert, obwohl sich die Sachen damals natürlich noch viel mehr eigentlich an Kids gerichtet haben. Ne? Oder an Jugendliche, im besten Fall junge Erwachsene. Ja, ja. Und selbst mir ging das damals so, dass ich das mit dem ihr da drin insofern befremdlich fand, weil in der Schule bist du trotzdem geduzt worden von deinen Lehrern und sowas. Ne? Also von daher bin ich auf jeden Fall gespannt. War vielleicht die Absicht, dass man sich gleich in die angesehene Abenteurerrolle flüchtet? Flüchtet bin ich auch in dem Zusammenhang schon. Ich flüchte mich in diese Rolle. Na, der Name hallt in ihrer Erinnerung wieder. Als sie klein waren, haben ihre Eltern ihnen von den mit den Seehexen gedroht, die böse kleine Buben holen. In späteren Jahren hörten sie tausend verschiedene Kehlen, die Piraten und Sklavenjäger des Meeres verfluchten und am Lagerfeuer in Vollmondnächten erzählten ihre Kameraden ihnen von fleischfressenden Pflanzen, dem grauenerregenden Vampirdämon Meskrega und ganzen Inseln voller wunderschöner Amazonen, die Ausschau nach gestrandeten Männern halten. Der Übergang der Drohung hier finde ich tatsächlich auch beeindruckend. Ja. Schon ach, herrlich, es wird so geil heute Abend. Und nun liegt eine der Küstenstädte an eben diesem Meer der Rätsel. Auf ihrer Reise sind ihnen Nachrichten über die Wüstennomaden vom Stamme der Yajina? Ja, ich glaube, so spricht man das aus. Y-A-J-N-A? Yajina? Klingt geil. Yajina zu Ohren gekommen. Und ihre Überfälle auf die iderischen Küstenstädte zu Ohren gekommen. Alter, hier wird gerade tatsächlich eine komplette Welt irgendwie so. Ich wollte es gerade sagen. Stehen, von der wir nichts wissen, außer von dem, was hier tatsächlich drinsteht. Zu Ohren gekommen. Ebenso wie Berichte von den Überfällen der Sadur-Freibeute auf harmlose Kauffahrtschiffe. Aber davon ließen sie sich nicht aufhalten. Nein. Schon immer fühlten sie den Ruf des Meeres in sich. Und nun können sie einen Traum Wirklichkeit werden lassen. Sie werfen sich ihren Seesack über die Schulter und marschieren zum Hafen, um endlich auf große Fahrt zu gehen. Aber klar doch. Mensch, Inge, ich seh's dir schon an. Na richtig, ich will die ganzen Landratten hinter mir lassen. Wenn du das komplett den ganzen Stream durchhältst, Ich habe gerade schon Probleme gehabt. Also. Das war's. Du hast die ganze Zeit das vorbereitet und das musstest du durch deinen Prozessor laufen lassen und so weiter. Okay, ja, du, bis ich die ganzen Datasetten da reingelesen habe. Ist nicht einfach. Ja, die Datasetten. Also, wir kommen bei einem späteren Stream nochmal da drauf, für die von euch nicht wissen, was das ist, was damit gemeint sein könnte. Woher gibt es allerdings noch ein paar Kleinigkeiten, die Sie über das Spiel mit diesem Abenteuerheft wissen sollten? Für alle Abenteurer gilt ein Limit von 45 Kampfzuschlägen. Yo, dann müssen wir dich auch auf ein höheres Level hieven. Also ich befürchte, wenn wir dich mit einem Standardhelden anfangen lassen, der so auf 9 vielleicht kommt oder sowas, dann gibt es direkt Backen voll und das ist das Abschnitt durch. Also maximal 45 Kampfzuschläge. Außerdem darf nur jeweils eine Person auf Erlebnisreise gehen. Ja, ich muss dann gehen, Inge. Tut mir ja, ich wollte gerade sagen, dann mache ich das wohl alleine. Ne? Ja, und wir müssen den Stream ausschalten. Gut. Naja, dann. Also tut es leid, das sagt das Heft. Das müssen wir jetzt leider natürlich drauf hören. Ja. Also maximal eine Person, völlig verwunderlich bei einem Solitärabenteuer. Der Gebrauch von Magie ist gestattet und wird mit Hilfe einer Zaubertabelle am Ende dieses Heftes geregelt. Wenn Sie also den unbezähmbaren Wunsch verspüren sollten, Ihren Zauber zu versprühen, schreiben Sie sich bitte den Namen des Spruchs auf und blättern Sie auf Seite 27. Ach ja, noch etwas. Die Fahrt auf dem Meer der Geheimnisse ist Angehörigen der 6 Hauptvölker vorbehalten. Menschen, Zwerge, Elfen, Hobbits, Feen und Wichtel.
nicht, wie wir festgestellt haben. Und natürlich können sie auch außerdem einen Werwolf spielen. Klassisches Fantasy-Volk. Wer kennt's nicht? Das Meer der Rätsel ist im Übrigen schon von seiner ganzen Natur her von Magie durchdrungen, was zu einer Reihe von Erscheinungen führt, die ihnen Geschichten über das Bermuda-Dreieck in Erinnerung rufen dürften. Ah, das ist also hier unsere Inspiration. Ich verstehe. Gerade die Schwerter- und Dämonen-Version des Bermuda-Dreiecks. Sie werden feststellen, dass die Bewaffnung ihres Abenteuers die Tendenz hat, sich in einem gegebenen Augenblick in einer der Situationen entsprechenden Weise zu verwandeln. Okay, da bin ich mal sehr gespannt drauf, was Sie damit meinen. Wenn Sie auf einen Hai treffen und nur ein Ritterschwert bei sich tragen, verwandelt es sich wie durch Zauberhand in einen Dolch. Weil das handlicher gegen den Hai ist? Vielleicht. Oder weil das Abenteuer das so vorsieht? Ich bin sehr gespannt, wie sie es machen dann dabei. Aber ich finde es schon schön, dass sie eine Erklärung dafür direkt mitliefern, also eine ingehende Erklärung, dass das an dem Meer der Rätsel liegt und so weiter und so fort. Ist schon cool. Ja, also ich war tatsächlich überrascht. Also es hat mich natürlich, wie wir das schon mehrfach wiederholt haben, auch wieder von der Art an die typische Anfang der 80er Jahre Welt erinnert. Ich bin so bedingt überrascht. Ja, ich weiß, ja. Und ich war wirklich überrascht, gerade im Vergleich mit den letzten, wie viel Namen aufgetaucht sind, also Eigennamen. Ja, hier gerade die Hintergrundbeschreibung, also ja, da steckt ja tatsächlich schon was drin. Ich muss das mal nachgucken, das mache ich bis zum nächsten Mal. Ich vermute, dass das Abenteuer an sich einfach schon später erschienen ist. Also, dass das in der Zeit, in der Schwert und Dämon erschienen ist, tatsächlich nicht zu den Frühwerken gehört, sondern zu den späteren. Aber das muss ich mal nachsehen, also das finde ich jetzt tatsächlich spannend. Also das heißt, dein Ritterschwert kann sich in einen Dolch verwandeln. Andererseits führt eine Gefangennahme durch Piraten oder Sklavenhändler mit Sicherheit zum Verlust ihrer gesamten Habe. Angesichts dieser Aussichten ist es wahrscheinlich verlorene Liebesmühe, einen Abenteurer großartig zu bewaffnen, bevor sie ihn losschicken. Die benötigten Waffen wird er immer zur Hand haben und alles, was er mitbringen kann, und wird er höchstwahrscheinlich verlieren. Boah, das ist auch so ein Solo-Abenteuer, von dem ich mal sagen würde, wenn ich frisch anfange, ist das völlig okay. Wenn ich das mit einem Helden spiele, der schon Sachen erworben hat und so weiter, glaube ich, habe ich auf der Stelle Angst. Ja. Sie haben mich auch gerade gedacht. Also das klingt so, als würde es sowieso passieren. Und wenn ich mir überlege, wie ist das letzte Labyrinth? Ja. Ja. Ne? Naja, beim nächsten Mal weiß ich ja Bescheid. Oder meinst du die Büffelburg? Die Taverne. Zum blauen Frosch. Ja, die Taverne zum blauen Frosch, finde ich, war immer noch legendär. Also das ist großartig. Sehr schön. Also auf gut Deutsch hier, wir brauchen dich nicht auszurüsten. Was immer du brauchst, wirst du dabei haben oder halt auch nicht. Gut. Bevor sie ihn durchschicken, die benötigten Waffen wird er zur Hand haben. Im Anschluss an eine Reihe von Abschnitten taucht eine ganz seltsame Anmerkung auf. EP:XX. Dieser Eintrag gibt an, wie viele Erfahrungspunkte ihr Abenteurer erhält, wenn es ihm gelingt, diesen Abschnitt zu überleben. Sehr schöne Formulierung. Ja. Diese Erfahrungspunkte werden zusätzlich zu den durch Kämpfe oder Schicksalswürfe erworbenen Punkten vergeben. Natürlich werden Ihnen im Laufe dieses Abenteuers noch andere gebräuchliche Abkürzungen der S&D-Welt begegnen. 1W6, SW-1, Schicksalswurf der ersten Stufe. GS, Goldstücke, ST, Stärke, G, Geschicklichkeit und so weiter und so fort. Ja, okay. Das kenne ich sogar. Schlussendlich wird Ihnen, hoffentlich, noch etwas anderes am Meer der Rätsel auffallen. Es wurde mit dem speziellen Ziel vor Augen entwickelt, denjenigen unter Ihnen, die Schwerter und Dämonen hauptsächlich in Form von Solitärabenteuern spielen, ein Höchstmaß an Abwechslung und anhaltendem Spielwert zu liefern. Zu diesem Zweck enthält es eine ganze Reihe kleiner, zusammenhängender Abenteuer und Wegstrecken, deren Erreichen häufig durch ein zufälliges Würfeln bestimmt wird. Also sozusagen Sidequests, könnte man sagen. Ja, krass. Was schon für die Zeit einfach total krass ist. Ich habe hier gerade drüben gesehen, das ist von 81. Also sprich, da war Rollenspiel an sich gerade mal 7 Jahre alt. Also im besten Fall. Ich war noch minus 7 Jahre alt. Du warst minus 7 Jahre alt, ja. Güte. Kein Wunder, dass du das damals noch nicht zu schätzen wusstest. Nee, einfach, ich konnte da in dem Alter noch nichts damit anfangen. Ja, das war noch nicht deins, ne? War noch nicht mal. Musste da erst reinwachsen. Ja, ist schon klar. Diese Art des Solitärabenteuers ist noch ziemlich neu und wir würden uns über Mitteilungen, was Ihnen daran gefällt oder nicht gefällt, freuen. Schön. Gut.
geht dann los mit Abschnitt 13D. Jetzt würde ich sagen, erschaffen wir mal deinen Charakter. Aber yeah. Hallo, ja. Bist du bereit? Fühlst du dich bereit? Ich fühle mich sehr bereit. Ich habe Mate ist da, Stift, Würfel, Papier. Ja, okay, gut. Das heißt, du bist vollgetankt und wir können loslegen. Jawohl. Sehr gut. Hoffen wir nur, dass du nicht zu viel getankt hast, nicht, dass wir nachher einen Ölwechsel brauchen. Nein, also, ungern. Da bin ich mal sehr gespannt. Legen wir doch mal mit deinen Eigenschaftswerten los. Das heißt, wir würfeln als allererstes deine Stärke. 3W6, liebe Inge. Ich will ganz kurz an der Stelle, das möchte ich nutzen, um dir und auch den Zuschauern die Würfel zu präsentieren, mit denen ich das mache. Nämlich einmal Torque natürlich. Okay. Auf der anderen Seite, als so ein bisschen als Teaser, ja. Hast du einen DSK-Würfel dir genommen? Aber hallo. Also 3W6 war es, ne? 3W6, genau. 3W6 brauchen wir. Die Torque-Würfel sind es einfach. Ja, 11. Ja, das ist ja nicht so gut. Aber okay. Kann ich mitleben, stört mich nicht. Stärke 11. Gut, wie sieht es denn mit deiner Intelligenz aus? Ach, die muss ich neu würfeln. Oh, 8. 8? Okay, gut. Also von daher, ich finde, das ist ein Charakter, der dieses Abenteuers und unserer grundsätzlichen Spielweise würdig ist. Ja, genau, ja. Dein Glück, mein Freund. Das ist eine 13 bei Glück. 13, Mensch, damit bist du tatsächlich überdurchschnittlich. Das gibt einen Bonus, das kann ich jetzt schon verraten. Das ist schon mal super. Du bist gerade bei einem Kampfzuschlag von 1. Immerhin. Ja, sehen wir es positiv. Könnte schlimmer sein. Konstitution. Das sind 9. 9? Ja, würde ich sagen. Ja. Bewegst dich im beeindruckenden Bereich des Durchschnitts. Des Durchschnitts, plus minus. Dein Geschick. Das ist eine 13. 13? Okay, gut, das ist beeindruckend. Jetzt haben wir immerhin schon einen Kampfzuschlag von plus 2. Dann sind wir gar nicht mehr so weit von dem maximal 45 entfernt. Ja, dafür habe ich ein hohes Charisma tatsächlich. Oh, wir wissen, es war 15. Werte. Oh, hier. Yeah. Mensch, Rock'n'Roll. Ja. Mal gucken, also, was ich jetzt würfel. 15 Charisma. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, da steppt der Bär. Aber hallo. Wenn ich mir das so angucke, da ist Luft nach oben. Das sehe ich auch so. Da ist wirklich Luft nach oben. Ich meine, aber es ist wirklich, es ist einfach sehr Durchschnitt. Ne? Ja, es ist sehr Durchschnitt, nur du bist halt ein echt total netter. Also Charisma ist ein Knaller. Charisma ist ein Knaller. Netter das Typ, ne? Hm? Netter Typ. Ja, du bist halt ein netter Typ. Ja. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Was hat denn der liebe Chat entschieden, welches Volk wir heute spielen dürfen? Es wird der Zwerg. Ja, mit 55%. Danach kam wenig überraschend die Fee, wenn ich das so sagen darf. Natürlich die Fee. Ja. Ja, weil nachdem wir das letzte Mal die Killerfee hatten, das war ja auch schon ein Knaller. Ja, also das tat ja auch ein bisschen weh beim Zugucken, muss ich mal sagen. Also, alter Schwede, gab's da auf die Ömme. Gut. Also, der Zwerg, deine Stärke wird mit 1,5 multipliziert. Okay, bei 11 wird das auf- oder abgerundet? Wird aufgerundet. Also okay, dann wären es 17? Genau, plus 6, das ist bei 17 nicht 117. 117. Ja, ich glaube, nicht. Ja. Man kann es ja mal versuchen. Sehr schön. Also, deine Intelligenz bleibt, wie sie ist. Dein Glück wird nicht modifiziert. Deine Konstitution wird auch mit 1,5 multipliziert. Das heißt, plus 5, damit bist du bei? 14. Alles klar, nicht schlecht. Zumindest besser als das, was wir vorhatten. Ja. Dein Geschick wird auf 2/3 gekürzt. Das sind 8. Nein, das sind doch, also 2/3, das heißt effektiv hast du ja eine Drittelstelle da hinten, also Komma 3, die wird ja auf jeden Fall dann abgerundet, was dann eben, was dann rausgezogen wird. Komm, also von daher ist das, nein, das ist faktisch wie 12, was du rechnen musst dann dabei. Das heißt, du hast ein Glück, nein, Inge, wir haben einen Wert von 3, auch 113 nicht. Also wir haben einen Wert von 13. Von dem müssen wir effektiv ein Drittel von 12 abziehen. Ich hab's gesagt. Deswegen bitte keine viele, nicht viele Rätsel. Sonst ist bei mir
Ich habe die ganze Zeit im Kopf gerechnet, C minus 4, weißt du? Warum? D meine ich natürlich. Oh Gott, ich ziehe mir mal ein bisschen was bei Intelligenz. Alles klar, super. Ich kann verstehen, wo das herkommt. Dein Problem liegt natürlich einfach daran, dass wir nicht in dem für dich vorgesehenen und speziell für dich programmierten Hexadezimalsystem arbeiten. Eben, also es ist kann einfach... Ich muss man Rücksicht nehmen, das ist schon... Lol. Sehr schön. Last but not least haben wir dann noch dein Charisma, so leid es mir tut, das wird auch auf 2/3 gesenkt. So, das ist jetzt keine schwere Frage, Inge, aber die entscheidet über deine Abschlussnote heute Abend. Was ist 2/3 von 15? Hat das der Chat vorgesagt? Nee. Ich hab's selbst errechnet. Ich hab's selbst erraten, wolltest du gerade sagen. Freudscher Versprecher, ja. Sehr schön, okay, alles klar. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, also das heißt, wir haben jetzt einen Zwerg. Ja. Mit Stärke 17, Intelligenz 8, Glück 13, Konstitution 14, Geschick 9 und Charisma, sehr schön. Charisma 10. So, ich meine, dann hat sich dein Charisma ja auch wieder eingekriegt. Ja, ja genau. Muss ich nicht so viel reden. Ja. Finde ich eine großartige Sache. Was wird das denn für ein Clan? Kannst du noch mal eine Auswahl nennen? Ja. Die ist umfangreich, wie wir wissen. Ja, ja. Krieger, Schäme, Zauberer. Und theoretisch Krieger-Zauberer, aber dafür musst du halt ja, alles auf mindestens 12 haben. Und so. Also Zauberer würde ich ungern machen. Ja, mit der Intelligenz ist das auch ja. Im wahrsten Sinne des Wortes dumm. Ja, ich vor allem auch, weil ich sehe mich da schon einfach an den, also die Zauber in dem Spiel sind ja nicht im Hexadezimalsystem aufgeschrieben. Oh. Wir müssen uns nachher nochmal Seite 27 angucken. Also ich bin sowas von gespannt, wie sie das mit dem Zaubern da jetzt geregelt haben. Aber ist ja nicht schlimm. Wir spielen das jetzt einfach. Ihr könnt ja dann irgendwann, wenn ihr sagt so, ey, ich will mal einen Zauberer durchführen, den möchte ich mal das Meer der Rätsel erleben lassen, könnt ihr ja alles machen. Ist ja easy. Von daher, ich bin mir sicher, da sind so viele Nebenquests, die können wir heute haben, die alle gar nicht schaffen. Ich wollte gerade sagen, ich mach mal, welcher Clan frage ich euch denn, euch mal da draußen und hab jetzt mal einfach nur Krieger und Schelm genommen. Ja, also es ist übrigens echt beeindruckend, wie sage ich das jetzt nett, dämlich, einen Schelm zu spielen, wenn man den außerhalb seiner Gruppenumgebung spielt, weil du nicht die Möglichkeit hast, Zauber zu lernen ohne das. Aber ich überlasse das völlig dir. Wenn du Schelm werden möchtest, darfst du Schelm werden. Nee, also ich meine, was ich jetzt in dem Sinne möchten werde. Was möchte deine multiple Persönlichkeit dir tun? Ja. Also bis jetzt tendiert sie ganz stark zum Krieger. Ja, wofür ich sehr dankbar bin, liebe Persönlichkeit. An der Stelle würde ernsthaft Sinn machen. Ja. Gut, gehen wir einfach mal von dem Krieger aus. Was wir auf jeden Fall noch machen müssen, ist, wir müssen dich ein bisschen steigern. Oh ja. Genau, das heißt, das hatten wir tatsächlich auch bisher nur sehr wenig. Ne? Ich glaube auch, das hatten wir nur am Ende von einem Gruppenabenteuer. Ich glaube, wir hatten eine Steigerung. Ja, am Ende des Gruppenabenteuers, bevor wir in die Katakomben des Bärenkultes abgestiegen sind. Und unsere Gruppe dann in den Klauen eines 10 Meter großen Riesenbärs zurückgelassen haben auf einem Bau. Tja. Das ist auch so eine Sorte Cliffhanger. Alles klar, ja, kann man mal machen. Das ist eine Einleitung für ein Abenteuer. Großartig. Gut, das heißt, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass du insgesamt, ich lege das jetzt mal einfach fest, Stufe 5 bist. So. Boom. Okay, nehme ich. Das klingt eben tatsächlich sinnvoll. So, ich bin mir nicht sicher, vielleicht ist es zu viel, dann nehme ich dir wieder was weg. Wenn es zu wenig ist, hast du Pech. Und dann gucken wir einfach mal, was darfst du bei deinem Aufstieg von Stufe 1 zu Stufe 2 tatsächlich tun. Du darfst dir entweder die Stufennummer zur Stärke addieren. Das gilt übrigens jetzt für alle Stufen, die du dann entsprechend nimmst, kannst du deine Attribute erhöhen. Oh. Also mache ich das von Stufe zu Stufe? Genau, oder mache ich dann? Stufe. Also das heißt, du darfst einmal 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Das sind 9, das sind 14.
Ja, aber du darfst die nicht einfach so verteilen, weil du musst es von Stufe zu Stufe neu entscheiden, was du wie verteilst. Ich verstehe. Ja, also wir gehen jetzt mal davon aus, wir steigern dich jetzt von Stufe 1 zu Stufe 2. Und da kannst du die Stufennummer zur Stärke addieren, was so viel heißen würde wie 2 auf deine Stärke. Oder Okay. die halbe Stufennummer zur Intelligenz. Also ich würde sagen, wir bleiben bei dem, was wir beide gut können. Wir lassen die Intelligenz da, wo sie ist. Also das heißt, alles Schuster, andere. bleib bei deinen Leisten. Ich denke auch, das würde uns hier komplett überfordern. Ja. Die doppelte Stufennummer zum Glück. Ja. Die halbe Stufennummer zur Geschicklichkeit, die halbe Stufennummer zum Charisma, die halbe Stufennummer zur Geschicklichkeit und die andere Hälfte zur Körperkraft. Okay, also ich würde sagen, wenn ich diese Optionen habe, würde ich, wenn dann immer die nehmen, wo ich die halbe Geschicklichkeit und die halbe Stärke nehmen kann und nicht nur die halbe Geschicklichkeit. Ja. Klingt, finde ich, irgendwie sinnvoller, oder? Ja. Also von daher, gib alles, Baby. Ich glaube, Von ich nehme aber daher. Stärke einfach, oder? Kriege ich bei Stärke 19 einen Bonus auf meinen Angriff? Ja, du, für alle Punkte oberhalb von 12 kriegst du einen Bonus von plus 1 bei Stärke, Glück und Geschick. Momentan hast du nirgendwo Abzüge. Also aktuell ist es so, du kriegst 5 Zuschlag von deiner Stärke, du kriegst einen Zuschlag von deinem Glück und keinen Bonus von der Geschicklichkeit. Das heißt, auf Stufe 1 hätte der Zwerg momentan plus 6. Dann gehe ich auf Stärke. Auf Stärke, okay. Dann steigt deine Stärke auf 19. Damit sind wir schon Jawohl. mal bei plus 8, was den Zuschlag angeht. Gut, jetzt steigern wir dich von Stufe 2 auf Stufe 3. Das heißt, ich krieg plus 3 dazu. Genau. Also entweder plus 3 auf Stärke oder zum Beispiel auch plus 2 auf Geschicklichkeit und plus 2 auf Stärke. Ja. Ach nee, bei Stufennummern, die geteilt werden, müssen die Bruchzahlen abgerundet werden. Da macht es also keinen Sinn, das auch. Also, ja. Das wäre sonst auch die magische Vermehrung an der Stelle, das wäre natürlich nichts. Wie viel wäre es jetzt auf Glück? Die Hälfte? Nee, auf Glück ist es doppelt so viel. Also auf Doppelt so Glück viel. würdest Das du heißt, plus 6 bekommen. also, ja, ich bräuchte halt Geschick, bräuchte ich noch ein bisschen. Oh, ich Ja, bin so das funktioniert an schlecht. dieser Stufe aber nicht, weil du nur halbe Menge auf geschickt bekommst. Da würde ich dann die Steigerung von Stufe 4 nehmen, weil dann kriegst du 2 Punkte auf dein Geschick. Dann nehme ich jetzt. Ah, Glück plus 6 ist halt schon nett, ne? Ja, das kickt schon ein bisschen, das Ja, stimmt. dann nehme ich Glück. Gut, also Glück 19, dann kriegst du auch da nochmal plus 6, das heißt, du bist jetzt plus 14, was deine Zuschläge angeht. Jetzt haben wir noch die Stufe 4. Ja. Okay. Dann jetzt das Geschick und Stärke. Da werde ich ja jedes Mal plus 2 drauf bekommen, Ganz ne? genau. Das heißt, dann bist du bei Stärke 21 und Geschick 11. Ja, Dann bist du das klingt insgesamt bei gut. einem Bonus von plus 16. Ja, okay. So, und jetzt nochmal die Steigerung Stufe 5. Wenn ich jetzt halt noch mal Glück nehme, kriege ich plus 10 drauf, Das ist ne? richtig, ja. Ja. Du bist der Ja. mit Abstand glücklichste Zwerg. Also ich bin Ja, mir es klingt sicher, gut. Mache ich. dir scheint die Sonne auch aus dem Rektum. Also von daher Ja, mache ist ich. das. Okay, Glück noch mit 20 plus 10. Okay, damit bist du bei einem Gesamtzuschlag von 26. Yay, Baby. Das Also, ist doch was. du bist. Also, selig sind die geistig arm. Ich denke mal, wir haben hier unter Beweis gestellt, dass das auch im Rollenspiel definitiv stimmt, weil du hast mehr Glück, als du Verstand habe. verweist. Würde ich sagen, also dein Glück übersteigt deinen Verstand um ein Vielfaches, muss man ja zugeben. Ich würde sagen, wir halten uns einfach an das Abenteuer. Das heißt, wir ignorieren mal Waffen, Ausrüstung und Dinge. Mal gucken, was passiert. Wenn du dann doch irgendwie Ausrüstung noch brauchen solltest oder solche Dinge dann aufkommen sollten, wie Rüstung, bla, blub und irgendwas, dann überlegen wir uns irgendwas und du kriegst von mir was zugewiesen. Wir lassen den Chat entscheiden. Fragen deine Nachbarn. Apropos Chat entscheiden, du hast übrigens vom Chat schon einen Reroll für die Spielleitung bekommen. Na, sehr schön. Ihr wisst, was gut für euch ist. Sehr gut, sehr gut. Ich weiß das sehr zu schätzen und ich bin auch sehr, sehr willens, das maximal einzusetzen. Das heißt, ich nehme jetzt hier mal einen wunderschönen Sechser. Was habe ich denn da für einen? Oh, guck mal, was ich gefunden habe. Ach Einen ja. alten John Sinclair. Ach ja.
Würfel. Ah, Mensch, das erinnert mich an Zeit. Wir müssen auch irgendwann mal. Haben wir schon mal zusammen John Sinclair gespielt? Ich Nee. glaube nicht. Oh, Nee. Nee. großartig. Müssen wir auch mal irgendwann machen. Mensch, 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 so viele geile Spiele und so wenig Zeit. Das ist echt ein Problem. Na gut, also ich habe auf jeden Fall hier einen schönen Würfel. Fühlst du dich bereit, Ja. lieber? Wie heißt du eigentlich? Ja, genau. Ich wollte es gerade sagen, ich hab mal vorsichtig in den Chat geschrieben, Name, Fragezeichen. Ja. Krimflitsch. Also ich glaube, da sollten wir dringend noch ein paar Vokale Ja. reinwerfen. Ja. Bob. Bob. Fortunix. Ja, der will doch Auch nur schön. spielen, finde ich. Wäre für dich auch ein schöner Name. Ja, Blob. Felix. Mal. Also am Ende Ja. ist es natürlich euer Charakter, weil die Inge ist ja nur euer ausführendes Organ. Genau, ja. Ja, also ich kann ja jetzt erstmal als der Stufe 5 Zwergenkrieger ins Abenteuer starten. Und monitore währenddessen Axt schwingen, Helm ab. Oder Schramm, Bierbauch. Bierbauch. Ich kann es ja kombinieren. Axtring Bierbauch ist tatsächlich, finde ich Oh auch. ja, Axt schwingen, Bierbauch finde ich gut. Nehme Also, ich. Axtschwing Bierbauch. Sehr schön. Axt schwingen, Bierbauch. Sehr schön. Der Stufe 5 Zwergenkrieger. Das ist zu lang für das Fenster, sehe ich gerade. Machen wir mal. Kannst ja das der wegnehmen. Naja, warte. Aber die crazy Mittel der. Oh, hier, guck mal, moderne Technik. Ich bin jetzt ja fast schon ein bisschen entsetzt. Jetzt, nachdem du weißt, wie Axtring Bierbauch so drauf ist und Nomen est omen. er definitiv nicht das Nein. Hexadezimalsystem beherrscht, fühlst du dich bereit, jetzt ins Abenteuer zu steigen? Ja, Einzusteigen. Ja, bitte mit ich hoffe der jetzt. Unterschätzung. Weil jetzt Die geht's. Unterstützung des Chats. So. Ja, also ihr habt die Inge ausreichend verwirrt. Ich denke, es ist an der Zeit anzufangen. Von daher Bitte, legen wir bitte. los. Beginnen Sie mit Abschnitt 13d. Während Sie die geschäftigen Straßen entlang schlendern, überlegen Sie sich, welche der vielfältigen Möglichkeiten der kandavanischen Hafenstadt Ihnen am meisten zusagt. Oh. Wenn Sie die Stadt erforschen und/oder Einkäufe tätigen wollen, sollten Sie bei 23F weiterlesen. Falls Sie der Ansicht sind, eine Arbeit unter dem unangenehmen Schiffskapitän, von dem die ganze Stadt spricht, wäre genau das Richtige für Sie. Dem unangenehmen Schiffskapitän, ja, das will ich immer machen. Nun, dann richten Sie Ihr Augenmerk auf 6G. Wollen Sie eine Schiffsreise in unerforschte und aufregende Lande buchen, wenden Sie sich nach 20C. Sie können die Stadt und dieses Abenteuer auch per Karawane auf dem Landweg verlassen. Sollten Sie immer noch lesen, geschieht Ihnen dies ganz automatisch. Der unangenehme Captain, ne? Das war die 6G, oder? Ja, das war die 6G. Weil. Aber ich finde, das ist jetzt so ein, ich glaube, das ist so eine wirklich so eine grundlegende Stelle, wo sich entscheidet, wie das Abenteuer hier weitergeht. Den Und ich Eindruck habe ich denke, auch, das ist einfach das Falsche, um das dir zu überlassen, liebe Inge. Ich bin geneigt, dir zuzustimmen. Sehr schön. Also von daher wahlweise Stadt erforschen oder der unangenehme Captain oder die Schiffsreise in unerforschte Lande. Die Landkarawane lassen wir mal raus, sonst war das bis hierhin Ich tatsächlich wollte das gerade mit Abstand sagen. kürzeste Solo-Abenteuer, was ich jemals gespielt habe. Wollen Sie das Buch wirklich nicht? Nee, eigentlich nicht. Klack. So, weiter heimgehen. Sehr schön. Was war die dritte Option? War die See erforschen. Genau, unerforschte Lande. Unerforschte Lande. So, ich hab's mal live geschaltet. Ja, sehr, sehr schön. Ich Auf bin was hoffst du gespannt. denn, liebe Inge? Ich, also rein aus Charaktersicht jetzt weniger. Also Inge würde sich dafür persönlich nicht entscheiden wahrscheinlich, Ja. aber ich glaube Axt schwingt Bierbauch würde sagen, der unangenehme Kapitän klingt gut. Vielleicht hat er ja irgendwas, das wo man ihm helfen muss, dann ist er danach angenehmer. Bist du so ein, so einer dieser berühmt-berüchtigten, ich muss allen Menschen helfen, Zwerge? Nee, eher so, vielleicht springt was bei raus, da hätte ich jetzt gedacht, oder? Okay, das heißt die Gier, die dich da treibt. Ja.
also vielleicht bin ich jetzt auch ein bisschen zu sehr Klischee verhaftet, aber das wäre jetzt so mein, also okay, ich bin ehrlich, 50% Gier, 50%, ich glaube, da könnte was ziemlich Lustiges bei rausspringen. Ja, ich verstehe den Punkt. Okay, ja. Gut, alles klar. Das heißt, du hast einfach gehofft dabei. Ich bin jetzt mal sehr gespannt, auf was der Chat dich jetzt loslässt. Es ist... Oh. Geil. Das hatten wir auch noch nicht. Sowohl Stadt erforschen als auch unangenehmer Kapitän haben beide 45%. Ja. Die anderen 10% gingen an unerforschte Lande. Ja, dann müssen wir wohl die unerforschten Lande nehmen. Ich meine, wir haben ja keine Wahl. Die zwei haben sich ausgecancelt. Dann müssen wir gucken, was passiert. Ja. Also von daher, jetzt... ich würde sagen, wir geben der Sache jetzt noch, bis ich bis 5 gezählt habe. Und dann ist Schluss mit lustig. Dann müssen wir es stoppen. Dann müssen sie jetzt spammen. Spammt Stadt oder ja. Kapitän. Schön. 4. 3, 2, 1, Schluss. Stadt. Sehr gut, was wird's? Stadt. Die Stadt. Okay, wir erforschen die Stadt. 23F. Ja, ab in die Stadt. Sie kommen sicher im Hafen an. Zwar mit einem wachsamen Auge für eventuelle Schwierigkeiten, spazieren sie doch in erster Linie freudig gestimmt die Straßen einer freundlich anmutenden Hafenstadt entlang. Ich kann mir deinen Charakter gerade so richtig vorstellen. Ja? Das ist das Glückskind, guckt immer nach oben. Genau. Fällt ein Sack Gold runter und sowas. Ja, ja. Indem sie ihr Gold in den hiesigen Geschäften ausgeben, können sie ohne Probleme ihre Vorräte auffrischen. Wenn sie zurück zum Hafen bei 13D oder auf einen Sprung in eine Taverne bei 2D wollen, müssen sie jedoch zunächst einen Würfel rollen. Bei einem geraden Ergebnis gehen sie direkt an ihren Bestimmungsort. Bei einem ungeraden Ergebnis müssen sie zunächst nach 12H. Ach ja, noch etwas. Sie dürfen nur Waffen von höchstens 2 Würfel Kampfwerte in die Taverne mitnehmen. Alle größeren Waffen werden automatisch an der Tür eingezogen. Also, ich würfel ein W6, wenn ich in eine Taverne reingehen möchte. Genau, weil die Frage ist, ansonsten kommen wir zu 12H. Was immer das ist, wahrscheinlich wirst du überfallen, zusammengeschlagen und dann doch auf den Landweg irgendwie verschachert. Also du kannst jetzt entweder in die Taverne gehen oder aber, also du kannst deine Vorräte auffrischen, wir gehen mal davon aus, du hast Dinge gekauft und so weiter und so fort, du bist ja gut ausgestattet. War ja auch unsere Prämisse am Anfang. Genau, das war ja die Idee. Also von daher wahlweise zurück zum Hafen, 13D, da kamen wir gerade her, oder in die Taverne. Ja, Taverne, Bier. Ja, Taverne, geil, Bier. So, dann also, würfel doch mal. Also, gerade oder ungerade? Ungerade. Ungerade, dann geht's erstmal nach 12H, mein Freund. Ach. Würfeln Sie noch einmal. Gerade. 1, 2 oder 3 muss ich wissen. Achso, 2. 2. Bei einem Ergebnis von 1 oder 2 werden Sie von einem Passanten wiedererkannt. Hey, Bierbauch, bist du das? Ja, hier, ich. Na? Falls Ihr jetziger Charakter jemals bei 1H Erfahrungspunkte als Pirat erworben hat, lesen Sie bei 20F weiter. Ich glaube, dann willst du vielleicht gar nicht erkannt werden in der Stadt. Schön. Also das sind ja immer coole Elemente, ne? Solche Verknüpfungen bei so vielen. Ich wollte gerade sagen, ja. Das ist schon ziemlich fresh. Für die Zeit so ein Abenteuer, das sozusagen Erfahrung in dem Abenteuer mit einbaut. Ja, und auch solche Verknüpfungen. Wenn du da was gemacht hast, dann passieren jetzt folgende Dinge. Also so. Ja, ja genau. Das ist tatsächlich schon, das ist beachtlich. Sollten Sie noch nie als Pirat tätig gewesen sein, halten Sie einen kleinen Plausch und gehen dann entweder in die Taverne, 2D, oder in Richtung 13D. Du willst ja in die Taverne. Ich will in die Taverne, ja. Also das heißt, du hast einen Kumpel gefunden. Hey, ja. Bierbauch, Mensch, ja. Also, was machst denn du hier? Ja, Taverne. Oh, Taverne klingt geil. Aber du weißt, du kannst eine kleine Waffe mitnehmen, ne? Ja, keine Sorge. Da habe ich vorgesorgt. Hast du vorgesorgt? Ah. Ja, indem ich, also ich habe vorgesorgt, indem ich nicht vorgesorgt habe, gehört, glaube ich. Sehr schön. Sie betreten die Küstentaverne zur Eisernen Glocke. Schallendes Gelächter, Gesang und die lauten Rufe der Seeleute nach Bier schlagen entgegen. Sklavenmädchen in seidenen Kostümen mit aufgelegtem Rouge laufen flink mit Bierkrügen zwischen den Tischen herum. Alter, das ist schon auch... Jo. Hat jemand gerade die 80er gesehen? Die wollen hier im...
Wir wollen den Bällebad abgeholt. Sehr schön. Zwischen den Tischen herum. Angesteckt von der guten Laune winken sie eine honigblonde Serviererin zu sich und bestellen etwas zu trinken. Nach mehreren Trinks macht sie ihnen einen Vorschlag. Vielleicht möchtet ihr lieber in einem privateren Raum bedient werden? Sie sind sich nicht ganz klar, was sie damit meint. Falls sie Lust haben, mit ihr ins Bett zu hüpfen, zahlen sie der Hausdame 20 Goldstücke und lesen sie bei 7F weiter. Wenn sie vermuten, das Mädchen wolle sie unter vier Augen sprechen und sie bereit sind zuzuhören, lesen sie 17F. Falls sie ignorieren und lieber ins Hinterzimmer zu einem Spielchen gehen wollen, lesen sie 12J. Wenn sie lieber die Taverne verlassen wollen, gehen sie zu 13D zurück. Ja, was war nochmal die J-Option? Entschuldige. Was war nochmal die J-Option? Die J-Option, das war die 12J, falls du es ignorieren möchtest und ein Spielchen wagen möchtest. Ich sehe gerade übrigens, wenn ich dich ganz kurz mal unterbreche, ja. Offensichtlich gibt es gerade, also wir verstehen uns ja über das Internet perfekt, aber es gibt offensichtlich gerade Probleme mit unserem Upload zu Twitch. Ja. Denn da kommt irgendwie nicht so wirklich was an. Okay. Das ist ja nichts. Das ist doof, ne? Jetzt, ich glaube, jetzt kommt es wieder. Nee. Also es ist insofern merkwürdig, weil wir beide uns einwandfrei verstehen. Ja, dann ich habe hier auch an Twitch, ne? Ja. Hast du mal reingeschrieben? Ja, genau. Also hier haben auch ein paar Leute sagen gerade, jetzt kommt Werbung und jetzt hängt er bei allen. Okay, hallo Leute. Ich glaube, das ist, also ich würde tippen, dass es ein Twitch-Issue ist, weil bei mir alles einwandfrei geht. Hm. Internet funktioniert auch. Kannst du mal neu starten? Ja, oder, warte, jetzt kommen wir, glaube ich, wieder. Ach, ja, jetzt sehe ich mich. Ich sehe mich. Ja, ich sehe mich. Ja, weg. Ich glaube, wir sind wieder da. Okay. Die Katze ist ja auch gerade runtergesprungen. Vielleicht hat sie das Kabel geklaut. Ja, geklaut finde ich auch sehr schön. Kabel läuft jetzt die Katze läuft jetzt gerade mit so einem Kurzkabel durch die Gegend, ja. Ich habe mich aber erfolgreich über mein Kabel hier auch gerollt, also mein Headset-Kabel. Das versuche ich mal kurz zu... professionell wie Indio. Ja, also das war merkwürdig. Wir haben uns hier einwandfrei verstanden im Teams. Ja, also auf jeden Fall lieben Dank, dass ihr es in den Chat geschrieben habt. Ansonsten wäre uns das hier nämlich nicht aufgefallen, weil wir hatten tatsächlich perfekte Verbindung. Also bei mir wird auch alles grün angezeigt, in der Hoffnung, dass ihr uns hört und seht jetzt wieder. Jetzt ist alles da, sagt Hawk. So, dann ist jetzt die Frage, bis wohin habt ihr das denn gehört, was wir hier besprochen bzw. vorgelesen haben, lieber Chat? Dann würde ich das selbstverständlich nochmal wiederholen. Ich wollte ja nicht, dass ihr irgendwie die Taverne verpasst. Ja. Nee, gerade wenn die so exquisit und detailliert beschrieben ist. Ah, Ton ist da, Bildschirm schwarz, sagen die Leute. Ja, das macht es ja nur bedingt besser. Das macht's, aber vielleicht bewegt es die, auf dem Weg in die Taverne waren wir. Auf dem Weg in die Taverne, das heißt, ich muss die ganze Taverne nochmal vorlesen. Das ist jetzt blöd, ne? Ja, ist nicht tragisch, machen wir nochmal. Ah, genau, drück mal F5, guter Vorschlag hier aus dem Chat. Ich habe nämlich, bei mir habe ich Bild. Genau, drückt am besten mal F5, dann sollte es gehen. Ah, okay, gut. Ich glaube, wir können, wir legen praktisch am besten nochmal mit dem Weg in die Taverne, also wie ich sozusagen die Taverne betrete, los. Okay, gut. Das heißt, wir lesen einfach nochmal die Taverne vor. Alles klar. Okay, gut. Ich hoffe, du hast die Katze jetzt unter Kontrolle. Ja, Katze versteckt sich hinter Kissen unter der Couch. Hinter Kissen unter der Couch. Okay. Ja. Also es ist wirklich so komisch, wie es sich anhört. Ja, aber okay, ja. Sehr gut. Alles klar. Too much information. Too much information. Vielleicht will ich gar nicht alles. Na gut. Sie betreten die Küstentaverne zur eisernen Glocke. Schallendes Gelächter, Gesang und die lauten Rufe der Seeleute nach Bier schlagen ihnen entgegen. Sklavenmädchen in seidenen Kostümen und mit aufgelegtem Rouge laufen flink mit Bierkrügen zwischen den Tischen herum. Ich bin, wie gesagt, das ist so... 80er. Aber hallo. Das tut schon auch ein bisschen weh. Angesteckt von der guten Laune winken sie eine honigblonde Serviererin zu sich und bestellen etwas zu trinken. Nach eine Mate bitte. Ja, Mate, genau. Du hättest gerne Mate-Bier.
Und glaub mir, das schmeckt so beschissen, wie sie's anhört. Das da ist übrigens keine Mate. Das denkt Inge nur. Halt, stopp. Egal. Also, nach mehreren Trinks macht sie ihnen den Vorschlag. Vielleicht möchte die lieber in einem privateren Raum bedient werden? Sie sind sich nicht ganz im Klaren, was sie damit meint. Falls sie Lust haben, mit ihr ins Bett zu hüpfen, zahlen sie der Hausdame 20 Goldstücke und lesen sie bei 7F weiter. Wenn sie vermuten, das Mädchen wolle sie unter vier Augen sprechen und sie bereit sind zuzuhören, lesen sie 17F. Falls sie ignorieren und lieber im Hinterzimmer ein Spielchen wagen wollen, lesen sie 12J. Alternativ können sie auch die Taverne verlassen und zu Abschnitt 13D zurückkehren. Also ich bin mir absolut sicher, dass sie mir einfach was erzählen möchte, was denn auch sonst? Ja, ich denke ja. Auch. Das klingt, ja. Wüsste das nicht, klingt was sinnvoll. Also was sie da sonst wollen würde. 17F. 17F. Würfeln Sie einmal mit einem B6. Eine 5. Eine 5. 5. Bei der 3 bis 6 hat die Kleine nicht viel zu sagen. Sie können sich zu einem Spielchen aufmachen, 12J, oder auf die Straße, 13D, begeben. Nochmal ja, dann, Glücksspiel. Ich habe halt viel Glück, deswegen würde ich sagen, Glücksspiel. Ja. So funktioniert das doch, oder? Ja, genau. Du, also wenn einer hier Glück spielen kann, dann du. Das ist mal sicher. Bin ich mir ganz sicher. 12J. Sehr schön. Um einen Tisch sitzen mehrere Männer beim Kartenspielen. Sie scheinen recht guter Laune zu sein und laden sie ein mitzuspielen. Würfeln sie zum Spielen mit zwei Würfeln, nachdem sie ihren Einsatz gemacht haben. Wenn sie einen Pasch werfen, gewinnen sie ihren vierfachen Einsatz. Bei jedem anderen Ergebnis verlieren sie. Spielen sie so lange, wie sie wollen. Ja, also das ist wohl ein Glücksspiel, würde ich sagen. Die meinen das, was sie da sagen. Sie meinen das. Also ich finde, wir machen jetzt hier mal was Ausgefallenes. Ich setze diesen wunderschönen Würfel, den der Chat mir vermacht hat. Sehr schön, genau. Das heißt, den setzen wir jetzt mal. Und du darfst würfeln mit 2 bis 6. Ah, 5 und 6 habe ich gewürfelt. Ja, dann würde ich sagen, kriege ich 2 Würfel jetzt. Oh, da muss ich aber ja noch mal. Kann ich, also ich habe ja auch noch einen. Nee, ich habe keinen Würfel, verdammt. Das hätte ich jetzt gesagt, ich würfel. Kann ich nochmal. Was passiert denn, wenn ich jetzt nochmal würfeln will? Kann ich da irgendwas setzen? Puh, du könntest zum Beispiel deine Katze setzen oder sowas. Ah, das ist, glaube ich, da kriege ich Ärger. Ja, und wenn du gewinnst, kriegst du 4 Katzen. Also von daher überlegt das gut. Ja, gut, dann hast du wohl 2 Würfel. Okay, Gratulation. Ja, schön für ich dich. Finde, das hat sich aber gelohnt an der Stelle. Ja. Ja, sehe ich jetzt nicht ganz so, aber. Ja, genau. Okay, na gut. Dann lesen wir weiter bei 23F. Da waren wir doch schon. Sie kommen sicher im Hafen an. Zwar mit einem wachsamen Auge für eventuelle Schwierigkeiten. So, das heißt, du warst jetzt schon, da waren wir schon mal. Das heißt, genau. Du könntest theoretisch wieder in eine Taverne gehen, aber das wäre natürlich dasselbe. Oder du gehst jetzt zurück zum Hafen. Dann gehe ich zurück zum Hafen natürlich. Gehen wir doch mal zurück zum Hafen. 13D. Ja, dann hast du jetzt da die Möglichkeit, wahlweise dich diesem Kapitän anzuschließen oder in die unerforschten Lande aufzubrechen. Was war das? Ich glaube, das muss jetzt der Kapitän werden. Das muss der Kapitän werden. Das muss der Kapitän werden. Das hatten wir ja gerade schon. Gut, also, dann gehen wir zu 6G und du gehst zu dem Kapitän, den wirklich außer dir keiner mag. Ja, na gut. Ja, das kriegt so ein bisschen hier, ja, Story of your life, oder? Also, der böse Kapitän. Wenn sie da, was sie da an der Pier liegen sehen, ist wahrscheinlich kein gepflegt aussehendes Schiff. Die Besatzung wirkt ebenfalls ungehobelter als auf den meisten Kauffahrtschiffen. Als sie die Gangway hinaufgehen, unterbricht der Dudelsackpfeifer sein Konzert und starrt sie an. Viele Augen folgen ihrem Weg zum Achterdeck, wo der Kapitän seine Seekarten studiert. Sie fragen, ob er noch Leute anheuert. Ja. Sag mal, heuerst du noch heute an? Ei, Bursche! Bei Sonnenaufgang segeln wir los. Wenn du willst, kannst du mitkommen.
Ja, gerne. Ist doch gar nicht so unfreundlich, wie alle sagen. Sie haben den Verdacht, dass Sie auf einem Piratenschiff gelandet sind. Falls Ihnen das egal ist, nehmen Sie den Job an. Würfen Sie einmal. Wenn Sie die Reise auf diesem Schiff doch lieber nicht riskieren wollen, kehren Sie zu 13D zurück. Ja, Pirat? Ha? Ja, ich meine, also das Thema Piratenzwerg kam vorhin schon ein paar Mal auf. Ja. Von daher, ja, werde ich mitmachen. Ich mache mit, komm. Mein Glück ist mir hold, wie man eben schon gesehen hat. Ja, geht ab, oder? Ich meine, wenn wir so weitermachen, habe ich irgendwann hier mehr Würfel liegen, als ich dabei habe. Das wird dann irgendwann echt komisch. Okay, gut, also das heißt, du gehst mit, dann würfel einmal. Sehr gern, mit einem 1W6, ne? Genau, 1W6, Entschuldigung, ja. Eine 5. Eine 5. Bei einer 3-6 lesen Sie 25C. 25C. Die Meerjungfrau, der Kauffahrer, auf dem Sie sich befinden, hat Kurs mitten ins Abenteuer gesetzt. Erwürfeln Sie nun mit einem Würfel Ihr weiteres Geschick? Eine 3. Eine 3. Bei einer 3 lesen Sie 7E. Vielleicht bist du ja doch auf einem ganz normalen Kauffahrerschiff gewesen. Ja, genau. Ach, ich lasse mich überraschen. Gucken wir mal. Wenn Sie auf ein ziemlich schlechtes Sie sind auf ein ziemlich schlechtes Schiff geraten. Der Kapitän ist ein geldgieriger Betrüger, der die schlechtesten Heuern auf dem ganzen Meer zahlt und seiner Besatzung den billigsten Fraß vorsetzt, den er nur auftreiben kann. Die winzigste Übertretung der Bordregeln wird mit brutalen Auspeitschungen bestraft. Mensch, Philipp, ja. Wie fühlt man sich? Das ist wie zu Hause. Das zu real. Ich will ihn. Wo bin ich nur gelandet? Sie beschließen, sich so bald wie möglich aus dem Staub zu machen. Während Sie Ihre Pläne schmieden, bringen Sie in Erfahrung, dass der Kapitän den größten Teil seines Geldes in einer Eisentruhe verwahrt, die in seiner Kabine steht. Der Kapitän und der größte Teil der Besatzung sind in einem fremden Hafen von Bord gegangen. Jetzt ist Ihre Chance zur Flucht gekommen. Wenn Sie versuchen wollen, mit einem kleinen Boot an Land zu kommen, lesen Sie 16D. Wenn Sie auf den Inhalt der Geldtruhe des Kapitäns spitzen, lesen Sie 12G. Wenn Sie auf dem Schiff bleiben wollen, sind Sie noch normal? Fragezeichen. Dann lesen Sie 23G. Oh. Die Truhe macht mich ja schon an und vor allem könnte ich dann dem auch dem miesen Möb da eins ausfischen, ne? Also. Ja. Wer weiß, wie viel er davon abgezwackt hat, weil er sich irgendwelche willkürlichen Strafen ausgedacht hat. Mhm. Ja, ich nehm die Truhe. Ich will die haben. Die Truhe 12G, mein Freund. Ja. Der alte Geizhals von Kapitän hatte ein Schloss an seiner Tür, das aus grauer Vorzeit zu stammen schien. Es bereitet ihnen keine Mühe, die Schatztruhe hurtig aufzubrechen. Sie raffen 1W mal 1000 Goldstücke an Juwelen zusammen. Würfel mal, 1W6 mal 1000 Goldstücke. Oh, schade, 2. 2. 2000 Goldstücke an Juwelen. Und versuchen sie zu entkommen. Machen Sie einen Schicksalswurf 3 Glück. Das heißt, du brauchst insgesamt 20. Du hast immerhin schon ein Glück von 29. Das macht es natürlich diesbezüglich leicht. Aber du darfst mit deinen 2W6 trotzdem nicht unter 5 würfeln. Sonst geht es trotzdem schief. Na komm. Aha, 9. Ja! Bei Erfolg lesen Sie 16D. Das heißt, du bist wahrscheinlich tatsächlich entkommen. Völlig irre. Versuchen Sie sich an einem SW2-Glück. Sollte der Wurf gelingen, geht es weiter bei 16D. Okay, dann würfel nochmal. Wieder keine 5 oder drunter. Also nicht unter 5, Entschuldigung. 7. Also plus 29, wenn er mal. Hast du geschafft? Ja. Yay. Sollte der Wurf gelingen, geht es weiter bei 6D. Nein, mein Junge, knurrt Kosmas, einer ihrer Schiffskameraden, als er sie am Hemdkragen packt. Er ist nicht allein und es gelingt ihren Schiffskameraden bemerkenswert schnell sie außer Gefecht zu setzen. Du hast unser Vertrauen missbraucht, hören sie den Kapitän sagen, und wir haben einen Beschluss über dein weiteres Schicksal gefasst. Du wolltest doch unbedingt an Land und deshalb haben wir dir ein hübsches Fleckchen ausgesucht.
bringt diesen was ehrlosen Hund fort. Ich will gar nicht wissen, was passiert wäre, wenn du deine Glückswürfe nicht geschafft hättest. Ich wollte es gerade sagen, wenn das schon das doppelte glückliche Ergebnis ist. Ich gucke das gerade nochmal schnell nach. Sollte der Wurf gelingen? Ja. Ja. Jetzt habe ich mich gerade so gefreut. Du hast Glück gehabt. Die haben dich geschnappt und machen schlimme Dinge mit dir. Das Glück ist dir hold. Yay. Das Glück ist dir hold. Die Matrosen verfrachten sie in ein Boot und rudern sie zu einer öden Sandbank hinaus, wo sie mit einem Laib Brot, einer Flasche Wasser und einem Messer zurückgelassen werden. Wenn du von hier wegkommst, hast du dir die Freiheit verdient, meint einer ihrer früheren Gefährten und lacht. Nach einer Stunde ist das Schiff hinter dem Horizont verschwunden. Es scheint, dass ihr Schicksal sich einem bitteren Ende nähert. Nach einem Tag sind ihre Vorräte verbraucht und sie leiden Höllenqualen unter der heißen Sonne. Ziehen Sie nun bitte den Durchschnitt aus Ihrer Intelligenz und Ihrem Charisma. Also Intelligenz und Charisma zusammen und dann davon den Schnitt. Ja. Okay, das sind 18, ist 9. Respekt, das ist richtig. Ja. Wenn Sie rechnen können, dann... Nein, Quatsch. Das ist 9. Dann machen Sie einen Schicksalswurf der zweiten Stufe auf diese Zahl, um festzustellen, ob Sie von Verzweiflung übermannt werden oder nicht. Okay, auf was für ein Attribut mache ich das jetzt? Auf das, auf die 9 tatsächlich. Ach so. Auf diese 9. Das heißt, du musst jetzt insgesamt auf 25 kommen. Ansonsten nimmst du dir nämlich mit dem Messer selbst das Leben klar, auf dieser Sandbank. Das ist mit 2W6 alleine so nicht möglich, aber wenn du Glück hast, würfelst du einen Pasch. Und wenn du einen Pasch würfelst, darfst du ja weiter würfeln. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, da würfel ich zum ersten Mal einen 6er-Pasch. Ein 6er-Pasch, 12, ja. Okay. Damit bist du schon mal bei 21, jetzt musst du nochmal weiter würfeln, nochmal 2 würfeln, jetzt musst du mindestens 4 würfeln, dann hast du es tatsächlich geschafft. Also ein 1er-Pasch, das ist wirklich jetzt, ich denke so nur 2 nur. Ein 1er-Pasch, dann hast du weiter würfeln tatsächlich. Ach Gott, ich war schon verzweifelt. Ja, und dann nochmal 10. 10, ja, das reicht dicke, alles klar. Also, mit einem Hochgefühl, dann einem tiefen Nervenzusammenbruch und dann der Entscheidung, nein, ich werde dieses Messer nicht benutzen, nur mir selbst das Leben zu bringen, überlässt die Situation. Was erstmal dazu führt, dass du tatsächlich 80 Erfahrungspunkte dafür bekommst. Ja, so sammelt man die nämlich auf einsamen Sandbänken. Ja, das ist, ich bin mir auch ganz sicher, du hast jetzt wahrscheinlich du hast die Haare deines Rückens genommen und hast aus denen dir... Ja. Und dann hast du zwei Schildkröten. Damit genau. Irgendwie und sowas, ne? Sehr schön. Also das heißt, du hast es geschafft und es geht weiter bei 4a. Sie können ihren Augen kaum trauen, aber es nähert sich tatsächlich ein Schiff. Sie schreien und winken wie besessen, bis man sie sieht und ein Boot zu Wasser lässt. Sie haben keine Ahnung, auf was für ein Schiff sie gestoßen sind, bis sie an Bord gehen. Würfen sie einmal. Mit einem W6. Ein W6, ne? Eine 6. Eine 6. Wenn sie eine 5 oder 6 gewürfelt haben, hat sie einen Sklavenhändler gerettet. Man gibt ihnen eine Garniturketten aus. Was ist das für eine Reise bis jetzt? Und sie finden ihr weiteres Schicksal bei 21a. Aber du hast es überlebt, dafür gibt es nochmal 20 Erfahrungspunkte. Respekt. 21a. Alter, kriegst du den Sack voll. Sie werden in Ketten gelegt und zusammen mit vielen anderen Gefangenen im Lagerraum des Schiffes eingesperrt. Die Bedingungen sind so unmenschlich, dass sie wirklich aufatmen, als sie nach der langen Reise an Land getrieben werden. Falls sie eines Verbrechens angeklagt werden, lesen sie 26e. Falls sie ein Sklave sind, lesen sie 14c. Ich denke mal, du bist ein Sklave an der Stelle. Ne? Ich gehe davon aus, wenn ich schon in Ketten liege. Ja, ich denke auch. Sie werden mit Ketten auf den Sklavenmarkt getrieben. Das Geschäft geht gut. Hey, man freut sich über die kleinen Dinge, ne? Sehr schön. Als der Auktionär ruft, verkauft, fragen sie sich, ob sie wohl jemals wieder die Freiheit erlangen werden. Jetzt jedenfalls gehen sie als Mann jedenfalls erstmal nach 21H und als Frau nach 1F. Das heißt, du gehst nach 21H. Korrekt.
21H. Männer werden generell an Galeeren, Steinbrüche oder Gladiatorenschulen verkauft. Würfeln Sie Ihren Bestimmungsort. 1W6. Eine 3. Eine 3. 25D. Geil. Sie werden in Ketten gelegt und in den Antrieb des Schiffes integriert. Daher, Sie sind fortan ein Rudersklave. Oh, herrlich. Der Aufseher ist ein sadistisches Vieh und schlägt mit seiner Peitsche auf Sie ein. Schon am Ende des ersten Tages fragen Sie sich unsicher, wie lange Sie den gnadenlosen Anforderungen dieses Peinigers werden ertragen können. Versuchen Sie ein SW2-Stärke. Das schaffst du ja fast automatisch. Darfst nur keine 4 oder drunter würfeln. Ich darf nur keine 4 oder drunter würfeln. Ja. Ne? Aber wenn ich einen Zweierpasch habe, darf ich nochmal würfeln. Darfst du weiter würfeln. Okay, also ich habe eine 4, ja. Aber einen Zweierpasch. Und dann habe ich nochmal 5. Also das okay. Heißt 9. Alles gut. Alles gut, alles gut, alles gut. 9, okay. Gelingt der Wurf, lesen Sie weiter. Das hast du aber geschafft. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Sie beginnen eine geflüsterte Unterhaltung mit Ihrem Banknachbarn und nach kurzer Zeit hat sich ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis entwickelt. Er erklärt Ihnen, dass er die Schlösser an Ihren Ketten öffnen und Sie befreien kann. Er verlangt jedoch als Gegenleistung Ihre Hilfe bei der Flucht. Er kann nämlich nicht schwimmen. Du kannst bestimmt super schwimmen, da bin ich mir gar. Kein Problem, Mann, das mache ich doch. Ich habe so viel Glück gehabt in meinem Leben, das kriegen wir auch noch hin. Also gerade die letzten 14 Tage waren Knaller, kann ich... Oh, herrlich. Herrlich. Also, es ist Ihnen klar, dass die Chancen einer erfolgreichen Flucht minimal sind, aber die Chancen an Bord dieses Schiffes zu überleben sind auch nicht gerade rosig. Wenn Sie befreit sind, wenn Sie bereit sind, ihm zu helfen, lesen Sie 22G. Wenn Sie sein Angebot ablehnen, würfeln Sie einmal. Willst du das Angebot annehmen? Ach du, was soll noch schieflaufen? Ja, klar mache ich. Super. Du erhältst nochmal 30 Erfahrungspunkte, weil es war für dich absolut lehrreich, wie Rudern im Akkord funktioniert. Ja. Knaller. Und also, dabei flüsternd Unterhaltungen zu führen. Ja, du kannst sogar als flüsternd reden. Ja. Und echt super. 22G. Ein paar Tage später passiert die Galeere eine kleine Inselgruppe. Ihr Kamerad erklärt ihnen, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen sei, auf den sie gewartet haben. Die Riffe vor den Inseln würden das Schiff an einer Verfolgung hindern. Während die Wachen damit beschäftigt sind, einen anderen Gefangenen zu verprügeln, öffnet er mit geschickten Handbewegungen ihre Fesseln. Eiligst verschwinden sie über die Bordwand ins Wasser. Sie treten Wasser und warten darauf, dass ihr Kamerad auftaucht. Er kommt keuchend und spuckend wieder an die Oberfläche. Einer der Wächter hört ihn und schlägt Alarm. Die Bogenschützen der Galeere benutzen sie als Zielscheibe und ihr Gefährte schreit laut auf, als ihn einer der Pfeile im Rücken trifft. Nachdem er unter den Wellen verschwunden ist, konzentrieren die Schützen ihr Feuer auf sie. Sollte ihnen ein SW-2 Geschicklichkeit nicht gelingen, sterben sie einen schnellen und fast schmerzlosen Tod, als ein Pfeil durch ihren Hals geht. Oh, was ist das bitte für ein Leben? Durchgängiges Verprügeln für Fortgeschrittene. Ja, einfach nur vermöbelt die ganze Zeit. Großartig. Also, was hast du für eine Geschicklichkeit? 11. 11. Das heißt, du musst insgesamt nur auf 14 kommen. Also... Aber vielleicht kannst du den Chat ja auch anbetteln. Ich finde, das ist ein richtig guter Zeitpunkt, um den Chat anzubetteln. Also beziehungsweise dein Gott. Jetzt pass mal auf, fällt mir ja gerade ein. Die sehe ich ja hier. Normalerweise sehe ich das ja anders immer, von hinten. Es gibt nämlich einen Reroll für die Gruppe. Oh. Hast du vielleicht kann ich den da eher mit einbauen oder so? Ja, yeah, natürlich, also von daher. Also, nee, was darf ich nicht, ich muss 14 mindestens würfeln. Ja. Ne? Also ich habe jetzt mit 2 gewürfelt, ich pack mal einfach einen dazu. Du musst ja 2W6 würfeln, egal wie, ja. Ja. Ja, easy. ne, das sind 15.
Was, wie 15? Wie hast du denn mit 2W6 15 gewürfelt? Ich habe 2W6 gewürfelt und dann habe ich nochmal 2W6 gewürfelt. Was? Wieso das? Ja, ich dachte, ich darf nochmal dazu nehmen. Nicht? Wenn du was machst. Moment. Wenn ich den Re-Roll des Wert. Also, ich habe das jetzt mal zum Wohlwollen aller interpretiert. Du hast den Re-Roll benutzt, um weiterzuwürfeln und zu addieren. Ja, ist doch schon fair, oder nicht? Ich finde, das ist jetzt schon echt interpretationswürdig. Okay, ich finde, wir gleichen das einfach dadurch aus, dass ich mir einen weiteren W6 nehme. Irgendwo wird der Punkt kommen, wo du alles heimzahlst dann dabei. Yay! Also okay, lass das nochmal durchgehen, damit du nicht also direkt stirbst. Ich kann es auch nochmal machen, für Transparenz. Aber wie würde ich den Reroll denn dann anwenden, wenn ich jetzt 2W6 würfel und es nicht schaffe? Also ich würde ja tatsächlich vorschlagen, dass du einfach entsprechend 4 Würfel würfeln darfst und darfst dir 2 davon aussuchen. Oh, das ist auch eine gute Idee. Dann nehme ich jetzt so zweimal blau, zweimal weiß. Okay, dann nehme ich auch den einen Würfel wieder zurück, dann habe ich bisher nur 2. Okay, weil dann habe ich nämlich jetzt 2, ich habe 3, 3, 2, 5 gewürfelt, dann nehme ich die beiden Dreier natürlich. Ja. Das bringt mich aber dann auch gar nicht so weit. Da komme ich nämlich nur auf 10. Was hast du denn da noch gewürfelt? Nochmal eine 4 hinterher? Nee, nochmal was. Ja. Eine 4, ja. Nochmal eine 4 hinterher. Ja. Nochmal eine 4 hinterher. Also, Screaming Blood hat mir eine Plot-Armor zugeworfen. Eine was? Eine Plot-Armor. Was zum Teufel ist eine Plot-Armor? Kennst du nicht? Na, praktisch, im Sinne der Story werden alle Attacken abgeblockt. Okay. Hat er das jetzt, hat er dir das bezahlt? Also, ich fühle mich gerade ein bisschen bei Hunger Games. Ja, es ist... Ich glaube, ich muss leider, ich bin tot. Ja, also außer der Chat rettet dich jetzt noch an der Stelle. Also da muss der Chat aber natürlich was für tun an der Stelle. Das kannst du nicht so einfach so durchgehen lassen. Vielleicht gibt es irgendwie dann, ich guck mal gerade, vielleicht können wir so einen Rettungsfonds starten. Ja, ich finde, ein Rettungsfonds wäre an der Stelle eine gute Idee. Also ich finde, ein Rettungsfonds wäre angemessen. Rettungsfonds für Axtschwing Bierbauch. Was ist denn ein angemessener Betrag dafür? Also unsere Hilfe kostet immer so 2000 Kanalpunkte, unsere Rerolls. Ja. Dann würde ich sagen, mach mal 3000. Ne? Machen wir 3000, komm, 3000. und 2000 Goldstücke in Edelstein fände ich an der Stelle angemessen. Nee, ich hab also einen Tag... Ich hoffe auf eure Unterstützung, Leute. Ich habe jetzt mal, ich habe dich natürlich jetzt versucht, aufs Glatteis zu führen. Ich habe 30.000 Euro, damit mein Charakter am Leben bleibt. Nein, ich habe natürlich 30.000 Kanalpunkte genommen. Rettungsfonds für Axtschwing Bierbauch ist jetzt offen, weil man zur Info, man kann pro Unterstützer, ihr könnt glaube ich 2000 Kanalpunkte maximal für eine Herausforderung ausgeben. Ja. Und das kann ja jeder einmal machen. Und bei knapp 100 Zuschauern jetzt gerade, okay, ist schon abgeschlossen. Schon durch. Aber ich sag mal so, es waren über 17 Leute, die teilgenommen haben. Ja, krasse Scheiße, ey. Alter. Okay, du hast echt Leute, die dich lieben. Also ich denke mal, falls du irgendwann mal so Probleme hast, wie deine Familie enterbt dich oder irgendwie sowas, denke daran, du bist nie allein. Du hast einen alleine. Chat. Ich weiß es sehr zu schätzen, lieber Chat. Vielen, vielen Dank. Okay, genau. Gelingt der Wurf auch mit Unterstützung des Chats? Konnten sie unbeschadet nach 13E entkommen. Du kriegst wieder 50 Erfahrungspunkte für das Gefühl, fast gestorben zu sein. Boah, da habe ich aber noch mal Glück gehabt. Ja. Oh, ist das absurd. Okay, 13E. Sehr schön. Vor ihnen liegt eine Insel. Würfeln sie einmal mit einem W6. Wenn du so weiter würfelst, bin ich mir sicher, da leben Kannibalen auf der Insel. 4. 4. Bei einer 4 geht es weiter bei 19a.
Wobei das tatsächlich, finde ich, nicht schlecht gemacht ist. Weil du weißt, selbst wenn du nochmal auf eine Insel kommst, nicht unbedingt, welche das jetzt wird und so weiter und so fort. Also es ist halt schon, du hast die ganze Zeit da eine riesige Varianz drin. Ich meine, nur weil du echt... Schöner Zufallsgenerator mit drin. Nur weil du tatsächlich irgendwie Scheiße an den Griffeln hast heute. Und ich meine, das ist halt echt Pech. Da kann ja das eine Abenteuer nichts dafür. Sie warten an Land und sehen sich um. Die Ruinen eines eingeborenen Dorfes lassen sich ausmachen, aber an Stelle von Grünpflanzen sprießen ringsum nur knollenförmige Pilze aus dem Boden. Sie haben dich wieder, Philipp. Zwar sind sie ausgehungert, aber das Wissen um die Giftigkeit vieler Pilzarten lässt sie zögern. Wenn sie einen der Pilze essen, lesen sie 7H. Wenn sie lieber auf die Suche nach weniger gefährlicher Nahrung gehen, lesen sie 4E. Ja, komm. Heute noch ein paar Magic Mushrooms? Ja, komm. Ham. Das war's. Du und dein... Sehr schön. 7H. 7H. Sie probieren ein Stück Pilz und spüren sofort ein seltsames Ziehen im Magen. Sekunden später brechen sie unter Schmerzen zusammen. Bevor sie vor Schmerz verrückt werden, bemerken sie, dass das Pilzstück ihren Körper dazu bringt, sich in einen weiteren gewaltigen Pilz zu verwandeln. Okay, gut, alles klar, ich habe dich dazu überredet. Das gebe ich an der Stelle zu. Ich wollte unbedingt wissen, was passiert, wenn du anfängst, Pilz zu essen. Aber, Der Chat schreibt schon, das Leiden ist zu Ende. Nein, das sehe ich gar nicht ein. Ich entscheide, dass du jetzt einfach weitergegangen bist. Also, danke. Kann ich dich irgendwie hier raus? Aber was du... Ich würde mal behaupten, du hast es schon geschafft, die Hälfte aller Todesmomente Abenteuer malweise zu finden oder zu streifen. Oh Mann. Großartig. Okay, du gehst entsprechend weiter, haben wir gesagt. 4E. Genau, also du weißt ja natürlich, man isst solche Pilze nicht, richtig? Niemals. Einfach schon deswegen nicht, weil es gibt welche, bei denen verwandelt man sich tatsächlich in einen Pilz. Würde ja, ich nicht da machen. Hast du von gehört, ne? Ja, würde ich nicht machen. Bei ihrem Spaziergang entlang der Küste sehen sie ein Lebewesen, einen Vogel. Doch bevor sie hinter ihm herlaufen können, hören sie aus dem Pilzwald ein Stöhnen. Wenn sie dem Vogel folgen, lesen sie 9F. Wenn sie wissen wollen, wer das Stöhnen verursacht, lesen sie 15J. Vogel. Das ist bestimmt wieder eh irgendein anderer Pirat, der mich dann in Sklaverei wirft. Ach. Vogel. 9F. Über einem kleinen Felsen im Meer sehen sie ganze Schwärme von Vögeln kreisen. Sie sehen keine Pilze auf dem Felsen. Was sie allerdings sehr wohl sehen, ist ein kleiner Hai im Kanal zwischen der Hauptinsel und dem Fels. Sie fragen sich, ob das Mahl aus Vogeleiern, das sie dort drüben mit Sicherheit erwartet, den riskanten Schwimmversuch wert ist. Um dem Hai auszuweichen, ist ein SW-2 Geschicklichkeit vonnöten. Jetzt müssen sie wohl oder... wenn du es nicht schaffst, musst du den Hai töten. Ach, aber dann verwandelt sich doch meine beliebige Waffe auch in einen Dolch. War das nicht... Sehr schön. Wenn sie Badevergnügen verzichten und sich lieber an den Pilzen gütlich tun, lesen sie 7H. Nein. Aber spannend, dass ich jetzt nicht mehr zum Stöhnen zurück kann. So, willst du zum Stöhnen zurück? Ich lasse dich auch zum Stöhnen zurück. Das klingt komisch, wenn ich sage, ich lasse dich zum Stöhnen zurück. Oh, schöner Vorschlag aus dem Chat. Kann ich dem Hai einen Pilz zuwerfen? Das ist ein interessanter Punkt. Ist hier so nicht vorgesehen. Ja. Ich versuch's mal. Mein Geschick ist aber auch so niedrig und ich habe so viel Pech. Na gut, ansonsten musst du halt den Hai bekämpfen. Ja, komm, dann ich mach's. Ich versuch's. Also, dann versuch das einfach mal. SW2, das heißt, du musst insgesamt auf 25 kommen. Dafür musst du eine 14 würfeln. Okay, das ist immer schon mal ein Einserpasch. Nee, das schaffe ich nicht. Okay, so, dann würfel noch mal mit einem W6. Eine 4. Okay, das ist ein Hai mit 40 Monsterwert, dem du da gegenüberstehst, was das angeht. Mhm.
Du hast einen Bonus von 26? Ja. Richtig. Ja. So, und wir tun jetzt mal einfach so, als hättest du einen, was wäre denn angemessen? Ein Knüppel und ein Messer kriegst du von mir. Da bin okay, nehme ich. Hier steht nämlich jetzt nicht dabei, was du für eine Waffe hast, aber das ist ja nicht tragisch. Also du musst erstmal den Hai töten. Sehr schön. Also du hast einen Knüppel. Wir nennen diesen Knüppel einfach mal im Fachchinesisch Keule. Der hat drei Würfel. Drei Würfel. Genau. Und das Messer hat zwei Würfel minus zwei. So, das heißt, du hast insgesamt dann fünf Würfel plus 24 aktuell. Jawohl. Gut, dann schauen wir doch mal, was diesmal bei mir heraus. Ach, gucken wir mal, genau. Darf ich hier auch Pasch wieder würfeln? Nein. Ah, schade. Nein. Na gut, 10, 15, 21, das sind 45. 45, kam nur auf 38 tatsächlich. Damit hast du dem Hai erstmal eins mit der Keule so und dann mit dem Messer hinterher gestochen. Das heißt, du machst ihm insgesamt 7 Punkte Schaden. Damit ist der Hai nur noch bei 33 Punkte Monsterwert. Ja, ist da was. Ja, und wir wissen bei dem Spiel, sobald die Abwärtsspirale mal begonnen hat, ist es eigentlich dann schon fast klar. Wenn man nicht so wie ich die Götter auf seiner Seite hat. Ja, genau. Ich meine, du bist ja ein Glückspilz. Glückspilz, Klassiker. Okay, alles klar, das werde ich nicht wirklich erst noch ab. Oh nein. Okay, gucken wir einfach mal. Also, eine Runde machen wir noch. Danach hat das eh hinter sich der Hai. Außer ich würfel jetzt besser als eben. Oh, das sieht gar nicht. Das sieht aber bei mir auch ganz gut aus hier. Da, 49 habe ich. Okay. Du reitest den Hai zur Insel. okay, du machst ihm 12 Punkte jetzt, damit ist das Thema durch. 26 G. Also, das heißt, du holst dir noch einen Haifischsteak und garnierst das mit. Garnierst das dann mit den Eiern der Insel. Ja. Es war eine gute Idee, zur Vogelinsel hinauszuschwimmen. Sie vertegen ein Festmahl aus Eiern und Jungvögeln. Nam, 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 nam. Eier und Jungvögel klingt. Ach. Gelegentliche Regenschauer bieten ihnen gerade so viel Wasser, wie sie brauchen. Bald stellen sie fest, dass ihre Invasion die Vögel vertrieben hat. Wenn es ihnen nicht gelingt, den Felsen wieder zu verlassen, werden sie verhungern. Und jetzt heißt es, wieder würfeln. Ein SW3-Glück ist angesagt. Ach, komm. Ja, komm. Das heißt, ich muss auf 30 kommen? Ja, auf 30 insgesamt, aber das ist ja für dich kein großer Akt. Genau, ich habe eine 4 plus 29. Hahaha, 4 ist nicht geschafft. 4 ist nicht geschafft? Ja, das ist doch immer der Fall, wenn du unter 5 würfelst, Philipp. Oh, verdammt, ja, du hast recht. Sag mal, ey. Rot kann schimmeln. Was kann dieser Zwerg? Weiß ich nicht. Der kann sich in einen Pilz verwandeln. Großartig. So, sollten Sie den Wurf verpatzen, ziehen Sie einen Punkt von Ihrer Stärke ab. Ach nö. Genau. Damit sinkt auch jetzt tatsächlich deine Stärke auf 20 und du hast nur noch einen 25er Bonus. Ja. Das ist also. Ja, ich finde auch, dein Bierbauch ist inzwischen weg. Ja, also. Ich habe mich ja auch umbenannt jetzt in Axtring Bier. Ah, Mist. Was? Bierpilz? Bierpilz, ja. Axtring Bierpilz. Oh je. Bierpilz, der Glücksbauch. Du bist ja nicht mal mehr einer da, ich bin ja komplett von den Rippen gehungert. Okay, großartig. So, du darfst aber nochmal probieren. Deine Stärke sinkt dann auch immer weiter. Okay. Jetzt habe ich eine 6. Ja, das reicht. Damit kriegst du 20 Erfahrungspunkte und wir gehen zu 4a. Da warst du übrigens schon mal, da bist du von der Sandbank entkommen. Jetzt bin ich mal gespannt, was. Es nähert sich tatsächlich ein Schiff. Würfeln Sie einmal. Oh, bitte. 1 bis 6. 5. Der Sklaven!
Was ist das für ein Leben? Du hast hier nochmal 20 Erfahrungspunkte verdient, weil so viel Glück muss man erstmal haben, liebe Inge. Okay, also du kriegst deine neue Garnitur Ketten geschenkt. Hey, das kenne ich schon. Und die, das sind meine vom letzten Mal. Das ist aber schön. Hey, das ist doch Alter. Meine. Als Sklave geht es weiter bei 14.10. Du wirst zur Abwechslung verkauft. Das heißt, wir gehen zur 20. Ja. Gut, also wie du weißt, Galeeren, Steinbrüche oder Gladiatorenschulen. Würfel doch mal, wo sie dich heute hinverkaufen. Eine 6 habe ich gewürfelt. Eine 6? Eine 6 geht es zur 8b. Das Training im Adlerberg-Gladiatorenlager ist wahrlich kein Zuckerschlecken. Jetzt haben sie endlich erkannt, was du wirklich bist. Du bist nämlich gar kein Außenbootmotor, sondern du bist in Wahrheit Gladiator. Ja, hört. Aber sie sind in der Lage, sich anzupassen. Und bald haben sie eine gewisse Geschicklichkeit mit ihrer bevorzugten Waffe erlangt. Wählen sie für jede Kreatur, die sie töten wollen, eine Waffe aus, um mit der sie trainieren. Für jede Kreatur, die sie töten wollen. Ja, du hast wahrscheinlich vor, noch einen Haufen Kreaturen zu töten. Ja, ich wollte gerade sagen. Pfeil und Bogen sind ihnen nicht gestattet. Addieren sie bei jedem Kampf mit dieser Waffe einen Kampf zu ihrem Kampfzuschlag den Wert 3 hinzu. Diese Regel gilt nur für Kreaturen, die sie während ihrer Laufbahn als Gladiator töten. Ah, okay. Das heißt, für jedes Vieh, was du jetzt tötest, darfst du dir eine Waffe aussuchen und dann hast du für alle Zeiten einen Bonus von plus 3, wenn du diese Waffe benutzt. Oh. Du kriegst jetzt tatsächlich irgendwas, was man gebrauchen kann. Ich wollte gerade sagen. Das ist richtig gut. Hey, also bei meinem Glück wird es vor allem Luft. Du musst als erstes gegen so ein Pilzmonster antreten. Ja, genau. Fast sicher. So, sie müssen 5-mal in der Arena antreten und dort jeweils einen Gegner bekämpfen, dessen Monsterwert zwischen 20 und 70 liegt. Jeder neue Gegner hat mindestens einen Monsterwert, hat mindestens den Monsterwert seines Vorgängers in der Arena. Wenn sie also einen niedrigeren MW erwürfeln, hat ihr Gegner trotzdem diesen oben erwähnten Mindestwert. Ah, das heißt, dann darfst du dir aussuchen, gegen wen du tatsächlich antrittst. Sollten sie alle 5 Kämpfe gewinnen, lässt ihr Meister sie frei und gibt ihnen 100 Goldstücke als Lohn. Nach ihrer Freilassung schickt ihr Meister sie zur Hafenstadt. Damit sind wir übrigens wieder. Nein, behalten Sie mich doch einfach. Dann kannst du wieder rausfahren, kannst dich wieder vom Sklavenhändler aufbringen. Wo ist dieser gemeine Kapitän? Der hat mich in diesen ganzen Schlamassel gebracht. Großartig. Okay. Ah ja, dann kann ich mir jetzt die Waffen aussuchen? Gibt es eine Liste? Wenn ein Kampf Ihnen zu gefährlich erscheint übrigens, können Sie eine der MW30 Arena-Wachen angreifen. Wenn Sie den Wächter töten, können Sie fliehen. Das heißt, du kannst auch tatsächlich abhauen. Aber du kannst jetzt tatsächlich auch eine Waffe dann aussuchen. Aber gucken wir doch erstmal, gegen was du dann antrittst. Was ist denn das Erste, wogegen du antrittst? Was wäre dir denn? Was darf es denn heute sein? Darf ich mir jetzt ein Monster aussuchen? Du darfst den Monster aussuchen und dann würfeln wir, wie gut das Monster ist. Ja, ich möchte gerne gegen was möchte ich eigentlich ganz. Ein Pilzmenschen oder sowas. Oh, Pilzmenschen klingt total geil. Ne? Also so ein Myko. Wie heißen sie denn? Ja, diese alten Pilzmenschen halt. So alte Pilzmännchen. Okay, ich habe gewürfelt. Der Wurf gefällt mir nicht. Ich setze hier einen meiner Würfel an. Soll sich ja gefälligst lohnen. Ja, eben. Okay, sehe ich auch so. Also, es ist ein Monsterwert 50, Pilzmensch. Nimm das, Pilzmensch. Der ist schon sehr ordentlich. Was möchtest du denn gerne für eine Waffe? Ich meine, du hast ja schon eine ordentliche Stärke, mein Freund. Also, ich meine, als Zwerg fände ich eine Axt natürlich schon cool, ne? Mal gucken, vielleicht finden wir sogar eine richtig dicke Axt. Oh. Mal angenommen, du hättest eine Stärke von 21. Dann könntest du sogar eine Doppelblatt-Axt führen. Aber das, leider Gottes sind deine Muskeln etwas atrophiert. Das ist schade, das wird nichts. Du bist nur noch ein Kümmerchen.
aber du kannst eine Wikinger-Axt führen. Ja, auch gut, auch gut. Das ist schon ganz schön geil, oder? Komm, ja, Wikinger-Axt. Ja, ja. Eine Wikinger-Axt. Die gibt dir 5W+3. Das ist doch schon mal was. Das heißt, du hast dann 25+28 effektiv mit der Waffe. Ja. Also 5W+28. Das klingt ja schon mal nicht verkehrt. Das klingt doch machbar, oder? Ja. Wird die auch mit zwei Händen geführt? Oder? Ja, die wird mit zwei Händen geführt. Da kannst du keine weitere Waffe zu verwenden. Okay. Gut. Muss ich jetzt noch mehr Monster aussuchen oder wird das von... Das wird von Mal zu Mal, aber hier wird es nicht besser, kann ich dir sagen, weil das ist ja mindestens immer weiter Monsterstärke 50. Du Pilz, Galeeren, Sklaven, Ding. Elend. gut. Ah ja, dann komm mal her, du Pilzmensch, würde ich sagen, ne? Ja, das Pilzmonster kommt auf 51. Och. Auch Pilzmonster. Das sind. Nee. Das sind 10, 13, 16. Auch 51. Auch 51, okay, dann ist es ein Unentschieden. Dann gehen wir in eine zweite Runde, mein Freund. Nee, doch. Warte mal, jetzt hatte ich Blödsinn gerichtet. Ich habe 41, vergiss es. Oh, dann gibt's hier erstmal auf die Irme, mein Freund. Ja. Du kriegst natürlich, aber ich bin nicht so, du kriegst von mir einen, du bist ein Zwerg, damit das richtig in der Arena cool aussieht, trittst du nur mit einem Topfhelm an. Also, und einem Lendenschutz, da bin okay. ich. Okay. Danke. Der Topfhelm absorbiert 3, weil du ja ein Krieger bist, hast du insgesamt 6 absorbiert. Das heißt, du verlierst von deiner Konstitution von 14 4 Punkte. Das heißt, du bist noch bei Konsti 10, aber die regeneriert sich ja. Ist ja kein Problem. Okay. So. Und dann kannst du dich aber nochmal prügeln. Naja. Verdammte Pilze. Also, der Pilzmensch haut dir tatsächlich einfach mal auf den Topfhelm. Jetzt aber. Das sind. Das ist gar nicht so schlecht. Das sind 20. 45 habe ich. Nee, Blödsinn. 48. Wollte ich gerade sagen, du hast plus 28, ne? Das darfst du nicht vergessen. Ne? Ja. Okay, alles klar. Das reicht, um dem Pilzmenschen 4 Punkte Schaden zu machen. Das heißt, der geht auf 46, was schon mal bedeutet, er hat einen Würfel weniger und hat weniger Bonus. Komm! Jetzt hast du eine Chance. Ab hier. Du musst dich einmal treffen. Ab hier hast du eine Chance. Na, das sind 45. Okay, ich komme nur auf 40. Was, 45 hattest du? Ja. Okay, dann ist er nur noch bei 41. Eine Runde. Haben wir noch. Eine Runde habe ich noch, um dich zu kriegen, mein Freund. Ja, das sind 50. Okay, alles klar. Jetzt hast du ihn so weit runter, dass es ab hier nur noch eine Abwärtsspirale ist. Das heißt, du hast ihn besiegt. Das heißt, du kriegst in Zukunft wenn du eine Wikinger-Axt führst, immer plus 3. Hey, also mehr Zwerg geht ja wohl nicht. Ja, du bist also schon gerade ganz schön geil. Nicht gut. Jetzt kannst du entweder in der Arena bleiben oder einen der Arena-Wächter erschlagen. Aber wenn du jetzt in der Arena bleibst, wird der nächste Gegner mindestens wieder Stärke 50 haben. Den hast du ja gerade so geschafft. Oder sogar noch stärker. Ja, gut. Also die Sache ist, ich habe das Gefühl, ich kann mich nur zwischen Pech und Cholera. Ich würde sagen, zwischen Pilz und Schimmel. Ja, Pilz und Schimmel. Ja gut, ich nehme den Wachmann. Ich werde den Kampf in der Arena werde ich nicht überleben, auch wenn ich es cool fände, diese Arena als Sieger zu verlassen. Ja, das fände ich auch cool. Und dann kannst du wieder zurück zum Anfang. Wir wissen, wie das ausgeht. Du gehst zu dem Kapitän, der Kapitän verkauft dich als Galeerensklave. Ja. Dann doch lieber, indem ich versucht habe, freizukommen. Also ich greife so einen Wachmann an. Okay, du greifst den Wachmann an. Der hat nur ein MW von 30. Das schaffst du fast automatisch. Du hast ja deine Wikinger-Axt immer noch, wie wir wissen, mit einem Bonus von plus 3. Mhm. Oh, ja, das war aber bei mir gut. Das sind 12, 17, 21, 49. Okay, ich habe fast Maximum gewürfelt. Du schlägst ihn einfach tot. Das war relativ einfach. Keiner kann so gut mit einer Wikinger-Axt umgehen wie du. Ja.
Das heißt, es geht weiter bei 12b. Mal gucken, was das bedeutet. Bitte keine Sklavengelehre. Es ist gar nicht so einfach, in ihrer auffälligen Sklavenkleidung den Aufruhr, der ihrem Ausbruch folgt, zu entkommen. Um an bürgerliche Kleidung und damit in Sicherheit zu kommen, müssen sie einen SW3-Glück vollbringen. Gelingt, ja, lesen Sie bei 23F weiter, Sie Glückspilz. Ansonsten werden Sie am Galgen aufgeknüpft. Sechs ist aber gut, ne? Sechs reicht. Ja, da habe ich 35. Das reicht völlig, alles klar. 23F. Sie kommen sicher im Hafen an. Zwar mit einem wachsamen Auge auf für eventuelle Schwierigkeiten, spazieren Sie doch in erster Linie freudig gestimmt durch die Straßen. Keine Pilzmenschen zu sehen. So, du kannst jetzt entweder zum Hafen oder in die Taverne. Ich gehe in den Hafen. Ernsthaft? Okay, gut. Also, die 13D. Möchtest du im Hafen entweder bei dem komischen Kapitän anheuern, bei dem du schon mal warst, aber es ist ein anderer. Also vielleicht ist es derselbe, aber das werden wir nur herausfinden, wenn wir tatsächlich würfeln. Oder möchtest du eine Schiffsreise in unerforschte und aufregende Lande buchen? Ich bin geneigt, wieder zum Kapitän zu gehen, in der Hoffnung, diesmal positiv daraus zu kommen. Ja, klar, gib alles. Ich mach mit. Ich bin dabei. Ja, auf der anderen Seite, wir hatten beide Optionen schon mal. Wir hatten das erste Mal einkaufen, wir hatten den Kapitän und die Lande hatten wir noch nicht, ne? Wir hatten ganz viele Sachen noch nicht. Kommt ja nur darauf an, dass du danach auch würfelst. Ich meine, wie gesagt, ich kann ja keiner was dafür, dass du, wie gesagt, Pest, Cholera, Pilze und Schimmel würfelst. Ja, das ist halt die Sache. Dann Kapitän. Der Kapitän, natürlich, der Kapitän. Ja. Was sonst? Gehen wir doch zum Kapitän. Also, dann gehen wir zum Kapitän. 6G. Der nimmt dich übrigens wieder. Ist total krass. Ach, Mensch. Würfel doch mal. 2. Bei einem 1 bis 2 lesen Sie bei 1H weiter. Das hatten wir definitiv noch nicht. Ja, Sie gehen unter. Sie sind tot, sie sterben. Batsch. Das Piratenleben an Bord der Schwarzer Drache. Yay, du bist Pirat geworden. Hey. Wird Ihnen bald zur Gewohnheit. Die Freibeutergesellschaft wird nach den Regeln einer rauen Demokratie geführt und die verlangte Disziplin ist weit weniger rigoros als bei manchen Kauffahrern, die sie kennen. Selbst der Kapitän ist eigentlich ganz in Ordnung und nur durch ein grausames Schicksal zu einem Leben als Verbrecher gezwungen. Ja. Ey, ich glaube, alles wird gerade, das wendet sich zum Besseren. Ja, ich warte das mal ab. Gelegentlich ankert die Schwarzer Drache an einer der vielen Inseln, sei es um das Schiff Kiel zu holen oder um Proviant aufzunehmen. Dann ist ein Großteil der Mannschaft an Land. Wenn Sie nicht länger Pirat sein wollen, machen Sie ein SW2 Glück. Falls der Wurf gelingt, können Sie sich nach 13E aus dem Staub machen. Beim Fehlschlag werden Sie erwischt, 6D. Vielleicht wollen Sie aber auch lieber erst einmal Piratengold verdienen. In diesem Fall sollten Sie einmal mit einem W6 würfeln. Was wird es? Ja, ich will Pirat bleiben. Ja, würde ich gerade sagen, alles andere bedeutet immer nur Galeerensklaverei. Ja, genau, eben. Also Sklaverei kriege ich später eh wieder. Da kann ich erst nochmal Pirat versuchen. Okay, dann würfeln wir mit einem W6. Eine 6 habe ich gewürfelt. Eine 6. Bei einer 3 bis 6 ist es Ihnen gelungen, eine Brise aufzubringen. Eine Brise? Ja, es ist ein Schiffs. Ach ja, Entschuldigung. Ja, natürlich, klar, es ist richtig, ist ein Schiffs. Ja, ich habe auch eine Brise aufzubringen. Würfeln Sie mit einem W und multiplizieren Sie das Ergebnis mit 100, um die Ihnen zustehende Zahl an Goldstücken zu ermitteln. 6. 600 Goldstücke hat der Herr verdient. Okay, das ist auch alles, was du besitzt. Das und die Wicke. Genau. Ja, und dein Portfell. Meine 2000 sind ja wieder weg. Und dein Topfell. Das erinnert mich gerade ein bisschen an Pirates. Das habe ich früher auf dem 64er immer gespielt. Ja. Noch ein Schiff aufgebracht und wollen sie das mitnehmen oder wollen sie es versenken und so weiter und so fort. Oh, sehr schön. Ah, herrlich.
Also, würfeln Sie noch einmal und multiplizieren Sie das Ergebnis mit 50 für Ihre Erfahrungspunkte. 2. Okay, also nochmal 100 Erfahrungspunkte. Okay, wir wurden übrigens gerade im Chat korrigiert, dass die Prise ist das gekaperte Schiff, das man dann im Hafen verkauft. Oh, guck einer, siehst du, sind wir wieder schlauer geworden an der Stelle. Ja, wir kennen uns zwar im Hexadezimalsystem aus, aber bei sowas sind wir raus. Es gibt bestimmt auch einen Schiffstyp, der so heißt. Also wie gesagt, ich kenne es auch noch, wie gesagt, von Pirates, aber egal. Andere Geschichte. Du kannst das jetzt so lange weitermachen, wie du möchtest übrigens. Oder du kannst versuchen von, also du kannst dann irgendwann dich entpiratisieren. Ja gut, dann, also du kannst es jetzt ganz endlos an der Stelle Geld verdienen, solange bis es halt schlimm wird. Die Sache ist, ich verliere es eh wieder. Ich bin da inzwischen. Wenn du jetzt zurück in den Hafen kommst an der Stelle, kannst du theoretisch das Gold nehmen und dich vom Meer der Rätsel entfernen und einfach aus dem Staub machen. Also wortwörtlich. Ich verstehe jetzt auch, warum da am Anfang steht, wenn sie wollen, können sie einfach eine Karawane nehmen und abhauen. Ja, weil besser wird's nicht, ne? Also du kannst es dir einfach nochmal probieren. Wenn bei einer 1 läufst du in einem Hafen an, bei einer 2 passiert etwas Unvorhergesehenes, was immer das heißt. Ja, 1. Na super, alles klar. Wir kommen im Hafen an. 23.11. Ja, wenn du jetzt willst, kannst du entweder in die Taverne gehen oder wieder zum Hafen. Nein, oder zum Hafen, genau. Ja. Ich würde noch mal in den Hafen gehen. Ich würd gerne mal diese unerforschten Lande da. Okay, versuchen wir das noch mal. Ja. Du musst aber erst noch mal würfeln. Ja. Mit einem W6. Eine 1. So. Dann müssen wir jetzt mal nachgucken, weil du bist ja in der Zwischenzeit auch Pirat geworden. Da hat dich wieder jemand erkannt. Ach, verdammt, stimmt. Da war was, ne? 12 H. Ja. Würfeln Sie noch einmal. 4. Wenn Sie eine 3 oder 4 würfeln, hören Sie aus einem Gässchen zu Ihrer Rechten einen Schrei. Sie stürzen los und stören eine Bande von Dieben dabei, einen reich aussehenden Mann, um seine Wertsachen zu erleichtern. Als die Ganoven die Flucht ergreifen, gibt Ihr Opfer Ihnen als Dankgeschenk einen Ring mit 2 Edelsteinen. Kein Problem. Also, ermitteln Sie deren Wert mit Hilfe der Schatztabelle im Regelheft. Das heißt, du hast tatsächlich mal was geschenkt bekommen. Jetzt wird's, ich wollte gerade sagen, was ist denn jetzt los? Jetzt bin ich völlig verwirrt. Pirat werden war das, um was es ging. Wer Pirat, haben sie gesagt. Ja. So, dann würfel mal mit einem W6. 2. Eine 2 und dann nochmal mit einem W6? Eine 6. Eine 6. Es ist ein Amethyst. Ach ja. Ja, und dann darfst du nochmal mit einem W6 würfeln. Eine 1. Eine 1. Das ist ein sehr kleiner Amethyst. Der ist tatsächlich nur 30 Goldstücke wert. Oh. Und der zweite Edelstein in diesem Ring. Ja, Moment. Eine 3. Eine 3 und dann nochmal ein W6. Eine 5. Ein Opal. Okay, und dann nochmal mit einem W6. Eine 5. Oh, es ist ein sehr großer Opal. Okay. Der ist wirklich groß, der ist 720 Goldstücke wert. Ja, so schnell geht's. Okay, also dann der Zwerg ist echt reich. Das muss man ihm jetzt mal einfach lassen. Der Zwerg ist wirklich reich. Ach ja. Okay, 13D. Jetzt ist die Frage, willst du noch mal die unerforschte Insel ausprobieren oder verlässt du das Meer der Rätsel für? Also, wie war es denn mit dem Held vom Jan letztes Mal? Nicht im Frosch, sondern dem danach. Nee, der Frosch war das zweite, im ersten. Ja, der Frosch war der danach. Hat die Fee überlebt? Die Fee hat überlebt, ja. Ich überlege, ob ich das sicher gehen möchte, dass der Zwerg sozusagen nochmal
vielleicht nochmal zum Einsatz kommen kann. Ob ich nochmal sehen möchte, was diese unerforschten Lande da bieten. Ich möchte gerne nochmal die unerforschten Lande. Komm, eine Runde unerforschte Lande schaffen. Ja, ja, komm. Ja. 20C. Das ist jetzt wahrscheinlich der coolste Weg, den wir hätten gehen können. Und wolltest du Anfang an nicht gehen. Ja. Sie stehen am Kai und bewundern ein breit gebautes Kauffahrtschiff. Sie entscheiden sich, hier ein würdiges Gefährt für ihre Reisen gefunden zu haben. Ihren Seesack über die Schultern geschwungen, drängen sie sich durch die Menge und die Gangway hinauf. Der Kapitän, Reiktor, ist inmitten fieberhafter Aktivitäten zu finden und er pausiert gerade lange genug, dass sie ihn nach einer Passage fragen können. Er erscheint ihnen als aufrichtiger Mann. Und der verlangte Fahrpreis von 50 Goldstücken ist wohl angemessen. Wenn Sie bezahlen, ist ja für dich überhaupt kein Ding, lesen Sie 17a. Ja, ich bezahle natürlich. Natürlich. Seemöwen ziehen ihre Bahn im trüben Morgenhimmel, während ihr Schiff mit dem Wind dahinjagt. Als sich die Reise in die Länge zu ziehen beginnt, erscheint ihnen das Leben an Bord immer trostloser. Die einzige Abwechslung bieten Glücksspiele unter den Matrosen oder vielstimmige Darbietungen aufmunternder Seemannslieder. Dann jedoch findet diese Monotonie unerwartet ihr Ende. Würfeln Sie einmal. Eine 6 habe ich gewürfelt. Eine 6. Es geht weiter bei 1D. Sie begegnen einem Sklavenhändler und werden an selbigen Tag. Nein. Ich hab's dir was geglaubt. Ich dachte gerade so, okay, war klar. 1D. Auf der Luftseite des Schiffs treibt ein Kauffahrteischiff. Es führt die Flagge einer befreundeten Nation und zusätzlich ein Notsignal. Würfeln Sie einmal. 2. Beim Ergebnis von 1 bis 2 ignoriert der Kapitän das Schiff und segelt weiter. Ciao. Okay, nein, ich setze meinen Würfel ein, dass du nochmal neu würfeln darfst. Komm. Ich glaube. 3. 3. Okay, völliger Wahnsinn. Bei einer 3 lesen Sie weiter bei 25a. Geil. Ja, das ist ein Schiff. Ja, schön für das Schiff. Weiter. Ja. Aber irgendwie hätte es auch perfekt gepasst. Seht nur dort, ein reiches Schiff. Ciao. Ja, sehr, sehr geil. Sie sind der Erste, dessen Blick auf das seltsame Schiff fällt, das langsam aus dem Nebel auftaucht. Es erregt ihre Aufmerksamkeit durch seine lose herabhängenden Leinen und die in Fetzen umherflatternden Segel. Sie rufen den Kapitän und zeigen ihm ihre Entdeckung. Das gefällt mir überhaupt nicht, stellt er fest. Sieht aus wie ein Geisterschiff, aber das Gesetz der See verlangt, dass wir nach Überlebenden suchen. Hast du Interesse? Ja, klar. Na klar. Wenn Sie zur Mannschaft gehören, ist Ihnen klar, dass es sich nicht um eine Frage gehandelt hat. Falls Sie ein Passagier sind, haben Sie die Wahl. Sie können sich an der Suchmannschaft beteiligen oder das Angebot dankend ablehnen. Also, du möchtest dich beteiligen, natürlich. Du bist ja ein tapferer, kleiner Zwerg. 12D. Mhm. Das Rauschen des Meeres nimmt einen drohenden Ton an, als das Langboot neben dem Geisterschiff der graue Mond auf und nieder wippt. Der Anführer der Gruppe ruft hinauf: Irgendjemand an Bord! Aber niemand antwortet. Ein lose herabhängendes Tauende bietet einen leichten Weg hinauf an Deck. Okay, das heißt, du erhältst erstmal 20 Abenteuerpunkte dafür, dass du das machst. Und dann würfelst du mit einem W6. 2. Ein 2. 20D. Die graue Mond ist verlassen. Es findet sich auch keinerlei Hinweis darauf, warum ihre Mannschaft verschwand. Schließlich beordert der Gruppenführer Bolkan alle Matrosen zurück auf ihr Schiff. Würfeln Sie einmal. 3. 3. Beim ungeraden Ergebnis lesen Sie 17a. Seemöwen ziehen ihre Bahn im trüben Morgenhimmel. Die Reise ist noch nicht vorbei, du bist nirgendwo angekommen. Aber es passiert etwas Unvorhergesehenes, mein Freund. Würfel sie einmal. 5. 5. Bei einer 5 geht es weiter bei 15e. Diese vom Unglück überschattete Reise endet wirklich in einer Katastrophe. Was ist das denn?
Ein Sturm erhebt sich und wirft das Schiff gegen die Klippen eines fremden Küstenstriches. Der Rumpf birst und sie werden in die Gischt geschleudert. Sie halten sich an einem Wrackteil fest und beten, dass ihre Kraft bis zum Ende des Sturms ausreicht und sie festes Land erreichen können. Es wird Zeit für einen SW-Stärke, mindestens 25. Ich bin mir sicher, ich weiß, wer dich rettet. Ja, 11. Geschafft. Gelingt Ihnen der Wurf, können Sie bei 13 E weiterlesen. Du erhältst 50 Erfahrungspunkte dafür. Vor Ihnen liegt eine Insel. Würfeln Sie einmal. 5. Bei der 5 führt es Sie zu 25 B. Ich kann dir übrigens freudig mitteilen, als ob du es bräuchtest, dass du noch 2 weitere Rerolls bekommen hast. Keine Sorge, ich mach das schon. Wollte ich dann sagen. Ja. Lol. 25b. Sie erkunden das Eiland und stoßen auf vereinzelte Zeichen früherer Siedlungen. Es wird ihnen aber auch klar, dass sie zurzeit allein auf dieser Insel sind und sich fernab von den normalen Schifffahrtsstraßen befinden. Es gibt 2 Methoden, die sie bei ihrem Versuch, die Insel zu verlassen, anwenden können. Wenn sie ein Floß bauen, müssen sie mit Hilfe eines SW3-Konstitution feststellen, ob sie die lange Fahrt überleben. Unwahrscheinlich. Ich wollte gerade sagen, ja. Misslingt der Wurf, ziehen sie die Punkte, die ihnen verfehlt haben, von K ab. Okay. Die andere Methode besteht im Aufbau eines riesigen Leuchtfeuers. Wann immer Sie den Eindruck haben, ein Schiff sei in der Nähe. Das erste von Ihnen errichtete Leuchtfeuer wird nur dann von einem Schiff gesehen, wenn Ihnen ein SW1 Glück gelingt. So. Ja, gut. Ich glaube, ich nehme das Leuchtfeuer. Ich denke auch, ich würde das Leuchtfeuer nehmen. Du kriegst übrigens 20 Erfahrungspunkte für deine Erfahrung auf der Insel. Was übrigens auch sehr schön ist, wenn du das nicht schaffst mit dem Schicksalswurf, Glück, ja, alterst du um 10 Jahre und dann fangen wir an, Alterungsprozesse durchzuführen. Gut, aber ich meine, den Glückswurf sollte ich ja ohne Probleme schaffen. Ja, mach mal. 7 plus 29. Ja, das reicht. In diesem Fall lesen Sie bei 4 A weiter. Das kennen wir schon. Im Chat kommt schon Sklavenschiff. Sie können Ihren Augen kaum trauen, aber es nähert sich tatsächlich ein Schiff. Würfel doch mal mit einem W6. Oh, eine 6. Sie werden von einem Sklavenhändler gerettet. Das ist jetzt meine 3. Karriere. Okay. Ich glaube, liebe Ehe, wir können uns darauf einigen, das ist die ideale Stelle, um Axtschwing-Bierpilz zurückzulassen auf seinem Weg mit dem Sklavenschiff. Ich meine, es war nicht so, dass er keine Chance gehabt hätte, dann nee, hat sich irgendwann sinnvoll da rauszugehen aus der ganzen Geschichte. Das war großartig. Also das Schöne finde ich vor allem, dass da hat er schon mal... Ich muss ihn auch umbenennen in Axtschwing Sklavenpilz. Sklavenpilz, ja. Da habe ich schon das große Glück und werde von unseren geneigten Zuschauern hier unterstützt, nur um dann noch mehrmals in Sklaverei zu kommen. Ja, genau. Also ich finde auch, du hast es dir tatsächlich verdient. Ich meine, wir können ja tatsächlich den durchaus auch nochmal zurückholen. Sehr gerne, ja. Den Jungen. Und dann können wir damit nochmal weitergucken. Ja, also... Ja. Ich bin mir auch sicher, das ist ein Abenteuer, wenn wir sonst wieder nicht wissen, was ist, oder der Philipp zum Beispiel böse auf der Arbeit war oder so weiter, ja, und so fort, ja, dann gucken wir, wie es weitergeht. Das sollten wir uns auf jeden Fall offen halten. Sehr gerne, ja. Es ist auch sicherlich interessant, wenn das mal eben, also ich glaube, das ist für jeden interessant, der das durchmacht, für jeden Charakter. Großartig. Ich habe noch einen Reroll, wird mir gesagt. Ich dachte, ich hätte den schon eingesetzt. Aber ja, ich
wie Markus gerade gesagt hat, ich würde auch vorschlagen, wir heben den uns nochmal auf. Genau, ich habe ja auch noch zwei Rerolls, also von daher, die heben wir uns auf und ich bin mir ganz sicher, macht euch keine Gedanken, das machen wir weiter. Also ich hatte so viel Spaß da dran. Ich den Rest kennenlernen davon. Alter, war das witzig. So, ich habe es nochmal aufgeschrieben. Ja, also, ja. Die Sache ist ja, wenn wir jetzt aufhören, können wir uns ja sicher sein, wir wissen ja, ihr verpasst nichts, weil jetzt werden noch ein paar Sklavenläufe durchläufe kommen. Ein paar Sklavenläufe. Das ja. Klingt aber auch endlich. Das klingt echt übel an der Stelle. Ja, vielleicht sollten wir Unearth dann auch in unendlich umbenennen. Ja. Die endlose Sklaverei der Inge. Also ja. Das klingt auch fast wie ein echt guter Romantitel. Ja. Ja, nehmen wir. Denke auch, das ist gekauft. Er weiß oh ja, Mann. Das läuft super beim Sklavenverkauf. Aber ich habe mir echt viel Erfahrung aufgeschrieben. Ne? Ich weiß, sieht man das hier? Also hier meine kleine Erfahrung. Upsala, da. Ja, auf wie viel bist du denn gekommen? Auf wie viel Erfahrung? Hier, 80, das sind 100, ja? 130, 150, 170, 270, 290, 340, 360. Ich finde tatsächlich, der Titel des Abenteuers ist irreführend. Das ist ja. Nicht das Meer der Rätsel. Ja? Das ist das Meer der Pilzsklaverei. Einen schönen Vorschlag von, ich meine, es wäre Alirion gewesen. Was denn das, genau, das Rätsel? Wie wird man kein Sklave? Wie wird man kein Sklave? Ja, genau. Ja. So. Wie schaffe ich es eigentlich, dass das nicht immer so, Alter, ist das finde ich gut, ja. Wie wird man, wie bricht man aus dem Kreislauf aus? Großartig. Also ich bin auf jeden Fall schwer angetan. Ich hatte großen Spaß. Diese alten Abenteuer, ernsthaft, das macht so Laune. Einfach weil die so einen dermaßen absurden Witz haben da drin. Ja. Ja. Also das fand ich auch wirklich jetzt, ich meine, klar waren so ein paar Stellen und wie gesagt, ich hätte vielleicht auch mal an einer Stelle sterben sollen, vermute ich mal. Aber das fand ich jetzt auch wirklich witzig, weil es halt eben sich, und das fand ich auch einen schönen Kommentar im Chat, es hat sich nicht so angefühlt wie ein Labyrinth. Also es war zwar eben dieses, du würfelst und guckst, wo du hinkommst, ja. Aber die Stellen, an die man hingekommen ist, waren alle so unterschiedlich. Fand ich cool. Also, okay, nicht wo ich jetzt hingekommen bin, aber wo man hätte hinkommen können. So, das fand ich... Ja, also wie gesagt, ich bin mir sicher, das machen wir auch nochmal. Wir haben ja noch nicht alles entdeckt und von daher, wir haben jetzt noch zwei Rerolls für mich, ein Reroll für die Inge und das werden wir bei passender Gelegenheit werden wir das einfach nochmal, werden wir das nochmal weiterführen. Sehr gerne, ja. Und ja, wie gesagt, also wenn die Inge mal wieder nicht brav war, ja, wenn es da einen Fehler gab, dann geht's wieder ab auf die Sklaven. gucken wir mal, wo wir den armen Philipp hinverkaufen. Ja, oh ja. Großartig. In diesem Sinne, denke ich, sind wir für heute Abend tatsächlich durch. Es hat euch hoffentlich ähnlich viel Spaß gemacht wie uns. Also davon werde ich heute Nacht noch träumen. Das ist ja, sicher. Ich bin mir doch mal. Oh, ja. Sklaven! Vielleicht schon wieder Pilze. Also oh, herrlich. Ich bin jetzt auch mal sehr gespannt. Mir steht noch ein Abendessen aus. Ich bin mir fast sicher, es gibt Pilzragout. Aber das wird... Ich wünsche dir den besten aller Appetite. Ja, genau. Es wird super. Da bin ich mir ganz sicher. Was steht denn ansonsten eigentlich die Woche noch an, liebe Inge? Es steht noch ein besonderes Highlight an, nämlich am Freitag. Wir haben auch tatsächlich, wenn ich mich nicht verlesen habe, die Freigabe erhalten. Mhm. Ein Crowdfunding. Und zwar Deadlands. Für Savage Worlds. Und das wird am Freitag starten. Dazu machen wir natürlich abends auch noch einen kleinen Crowdfunding-Talk, wo unter anderem Björn und Jan, also Jan Schmid in dem Fall, sich unterhalten. Und wenn es klappt, möchte ich euch noch nicht versprechen, kommt vielleicht sogar auch noch der werte Thomas, seinerseits Verlagsleiter, hinzu. Sehr schön. Und genau, da freue ich mich sehr drauf. Sehr cooles Setting, sehr, sehr coole Atmosphäre. Das wird spannend, das Ding. Da bin ich aber sehr gespannt. Oh ja. Cool. Ja, und dann nächste Woche? Passend dazu, genau.
passend dazu, nächste Woche natürlich alte Männer und das mit einem nicht ganz unwichtigen Sendung, ja, wenn man es möchte, ist nämlich die 50. tatsächlich die 50. Alte Männer-Sendung, die wir senden, ausstrahlen. Und das da sind die Sondersendungen nicht mal mit reinberechnet, also die wir da ja auch manchmal hatten. Das heißt, 50 Mal habt ihr über sehr alte Spiele geredet. Meistens. Ja, meistens. Es wird sehr cool. Wir haben ein bisschen ein Highlight-Video und wir haben ein bisschen eine kleine Überraschung, auf die ich mich sehr freue, die auch selbst die alten Männer übrigens nicht kennen. Wir haben auch einen Special Guest noch, ne? Das hätte ich fast vergessen vor lauter Special. Genau, und ein wirklich auch wieder sehr spannendes Thema. Auch da werden wir in sehr witzige Dinge eintauchen. Also von daher, es lohnt sich auf jeden Fall. Schaltet mit ein. Nächste Woche geht's wir voll los. Ich habe noch was, weil Deadlands, ich habe es vor lauter Aufregung vergessen, Deadlands nächste Woche Mittwoch haben wir nämlich auch noch ein Let's Play, wenn alles klar läuft und davon gehe ich jetzt mal aus, mit ein paar neuen Gesichtern, die wir so noch nicht von der Kamera hatten, wird auch sehr cool, damit ihr, falls ihr noch nichts mit dem Setting anfangen könnt oder noch nicht ganz in der Stimmung seid, auch eine passende Gelegenheit habt, euch davon zu überzeugen. Also auf jeden Fall vormerken, es sind mindestens mal 3 sehr wichtige Termine in den nächsten Tagen. Ja, also ihr seht, es geht ab und falls ansonsten irgendwie noch was ansteht, quälen wir zur Not die Inge auf dem Sklavenschiff. Also insofern, es lohnt sich jedes Mal. Genau, irgendeine Galeere finden wir schon. Ja, irgendeine Galeere finden wir schon für die Sehr schön. In diesem Sinne, euch allen noch einen wunderschönen Abend und noch eine ganz, ganz tolle Woche. Bleibt am Zocken. Bleibt uns gewogen und am allerwichtigsten, bleibt gesund. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.